Ich habe ein Anliegen und eine Botschaft auf dem Herzen für den ganzen Tag und heute in der Predigt oder mit der Predigt möchte ich starten und euch da etwas hineinnehmen, was mir wirklich am Herzen liegt und was meinen Dienst prägt und was meine tiefste Motivation meines Dienstes ist, warum ich meinen Beruf verlassen habe, meine Arbeit gekündigt habe, mein Auto verkauft habe, meine Wohnung gekündigt habe und mit einem 4-monatigen alten Kind losgezogen bin und dem Herrn zu dienen. Das ist schon vor vielen Jahren her. Das ist ein tiefes Anliegen von mir. Ich hatte eine Sehnsucht und ich denke, ihr kennt sie und ich hoffe, dass ihr sie habt und auch erfahrt. Ich hatte eine Sehnsucht nach dem Wirken Gottes in und durch mein Leben. Und dass die Kraft Gottes in der Verkündigung, im Zeugnis, im Dienst und auch in meinem Leben wirklich sichtbar ist. Dass das, was ich glaube und was ich lehre, nicht theoretisches ist, sondern dass es wirklich, dass es Kraft ist, dass es einen Unterschied macht. Dass das Bibellesen, meine stille Zeit, mein Bibelstudium und einen Unterschied macht, ob ich es die Bibel gelesen habe oder nicht gelesen habe. Es ist eine Sache, es zu lesen und es gut zu finden und nach draußen zu gehen, auf die Arbeit zu gehen, in die Familiensituation, ins Leben hinein. Und man weiß die Wahrheiten, aber man merkt irgendwie, macht es einen Unterschied oder nicht? Ja, das eine ist, es ist zu wissen, das andere ist zu erleben und zu erfahren. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und das war so mein Punkt und vor allem in der Verkündigung. Ich merkte, dass ich nicht der rhetorisch brillanteste bin, den es gibt. Es gibt Prediger, die haben so eine geschliffene Rede, da findest du kein und kein und es ist alles klar und jeder Satz ist wohl strukturiert und die Grammatik stimmt. Die werden der Predigt merken, dass ich das alles nicht habe. Und ich habe damit gehadert und habe damit gekämpft und habe gesagt, Herr, gib doch. Bis der Herr mich an den Punkt geführt hat und gesagt hat, das ist nicht, was du brauchst. Das ist auch nicht das Segen und das ist auch nicht das Ziel. Und machte mir deutlich eben diese Sehnsucht nach der Kraft Gottes in meinem Leben und durch mein Leben, in meinem Dienst und durch meinen Dienst. Und ich möchte euch, wir kommen jetzt zu einem Text, an dem ich euch das beispielhaft aufzeigen möchte, die ganze Thematik hineinnehmen. Und heute Nachmittag, wer noch übrig bleibt, da bin ich gespannt, da gehe ich mit euch dann einen Schritt weiter. Aber ich möchte mit ein, zwei Bibelstellen euch in diese ganze Thematik ein bisschen hineinnehmen und bitten, mit mir Johannes 7 aufzuschlagen. Da wird schon viel gehört und ihr werdet noch mehr hören, wenn wir noch mehr lesen. Johannes 7, Vers 38, 39 drückt das gut. Das ist ein guter Text, wo wir da hineinkommen und um sich mit dieser Thematik zu beschäftigen. Ich lese Vers 38 in Johannes 7. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Diese Ströme lebendigen Wassers, davon redet vom Heiligen Geist, der kommen soll. Diese Ströme ist der lebendige Geist. Und Jesus sagt, wer an mich glaubt, das ist das Erste. Und das Zweite, wie die Schrift es sagt, aus dem werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Also wenn dieses Wasser weiter zu uns und durch uns zu den anderen fließen soll und wirklich lebendig, erfrischend, kraftvoll, stärkend sein soll, dann gibt es zwei Dinge. An Jesus glauben und an Jesus glauben, wie die Schrift es sagt. Und da kommen wir zum eigentlichen Anliegen von mir. Ich bin mir sicher, ihr versteht, was ich meine. Es gibt viel Glaube über Jesus. Und es wird viel geglaubt an Jesus. Jeder hat irgendwie sein Jesus. Ob religiös oder nicht religiös. Ob es einen historischen Jesus gab oder ob es einen religiösen. In allen Religionen haben sie Jesus irgendwie integriert auf ihre Art und Weise. Jesus ist überall. Das ist nicht das Problem. Auch der Name. Menschen werden sogar so genannt. Ja. Jesus, an Jesus glauben ist noch nicht die Kraft. An Jesus glauben ist noch nicht die Quelle der Kraft. Dann ist es die Frage, was und wie glaube ich an diesen Jesus? Und Jesus sagt selbst, wer an mich glaubt, und zwar so, wie die Schrift es sagt, aus dem werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Das bedeutet, ich kann an Jesus glauben, aber mein Glaube über Jesus und an Jesus wird so konträr sein zu dem, was die Schrift über ihn sagt, und das wird dazu führen, dass ich kraftlos bin. Ich werde Dinge glauben, aber sie werden keine Realität in meinem Leben. Ich werde die Dinge bezeugen, werde von Jesus reden und es wird keinen Unterschied machen.
Die Frage ist jetzt, und das ist jetzt mein Punkt oder mein Thema, was sagt denn die Schrift über diesen Jesus? Was muss der Inhalt meines Glaubens sein? Wie soll ich die Schrift lesen? Wie muss ich die Schrift verstehen, dass das genau das ist, wer Jesus ist? Das heißt, ein Bibelverständnis, das nicht schriftgemäß ist, ein Christusverständnis, das nicht schriftgemäß ist, ist ein kraftloser Glaube. Wir können viel reden, es wird nichts passieren. Und manchmal sind wir dann frustriert und denken, wir sagen, wir reden, dann, warum passiert doch nichts? Wir können keine Menschen bekehren. Wir können keinen Menschen Kraft geben. Wir können keinen Menschen helfen. Ich vermag nur einer. So, was bedeutet an Christus zu glauben? Und ich möchte euch das vor Augen führen. Es gibt die Möglichkeit, ich rede jetzt gar nicht so über andere Religionen, die Jesus in irgendeine Weise integriert haben. Ich rede über Menschen, die an die Schrift glauben. Sie behaupten, die Bibel ist Gottes Wort. Sie würden teilweise sogar dafür sterben und sich aufopfern. Als Jesus in diese Welt kam und lebte unter einem Volk, das Gott als den einzigen wahren Gott anerkannte. Er lebte unter einem Volk, das Gott bekannte als den einzigen wahren Gott und der sich in der Schrift offenbart hat. Sie glaubten an die Bibel, den sie kannten. Das war das Alte Testament, die Tora, Mose, Propheten und die Weisheitsliteratur, die Psalmen. Für sie war das Gottes Wort und sie waren dafür bereit zu kämpfen, zu sterben, gegenüber den Römern und Heiden und so weiter zu verteidigen. Und sie haben es beansprucht, Lehrer zu sein, Schriftgelehrte zu sein, Ausleger dieses Wortes. Und sie haben den Menschen und dem Volk gesagt, wie muss man dieses Wort verstehen? Und man kam zu ihnen und sagte, wie versteht man das? Sie waren wirklich autorisierte Lehrer. Ich möchte euch bitten, mit mir in Matthäus 22 zu gehen. Ich möchte euch zeigen, was Jesus zu ihnen sagt. Matthäus 22. Als die eins ums andere Mal Jesus eine Falle stellen wollen. Sie hassen ihn. Sie erkennen ihn nicht. Sie verstehen nicht. Jesus, der Messias, ist da, der Christus ist da und sie sehen ihn nicht. Sie sehen ihn einen Irrlehrer, sie sehen ihn einen Dämon, sie sehen einen Belzebul, sie sehen einen Feind und sie wollen ihn bekämpfen. Ja, sie wollen ihn töten. Und sie wollen ihm immer eine Falle stellen. Und wie machen sie das? Sie versuchen ihn mit der Lehre zu überführen. Und so eins ums andere Mal kommen sie zu ihm und sagen, ja, wie verhält sich das in Totenauferstehung? Und dann reden sie von einer Frau, die mehrere Männer hat und so weiter. Das ist jetzt nicht das Thema. Der Punkt ist jetzt der. Schaut mal Vers 29, was Jesus zu diesen Menschen, die das Alte Testament, also die damalige Bibel, geliebt haben, es bewahrt haben, es gelehrt haben. Schaut mal, was Jesus zu ihnen sagt. Vers 29. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, ihr irrt, weil ihr die Schriften nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Jetzt müssen wir vorstellen, zu wem Jesus das sagt. Er sagt zu den damaligen Doktoren und Professoren der Theologie. Zu denjenigen, zu denen man hingeht und sagt, wie versteht man die Bibel? Sie haben ihre Ausbildung von klein auf da gemacht. Sie waren Experten. Wenn wir in eine Uni gehen würden oder eine Hochschule und Professor Doktor sagen würde, wie liest man 1. Mose und wie versteht man das Gesetz und wie versteht man die Propheten? Ihr versteht, was ich meine? Das sind wirklich Experten gewesen. Jetzt kommt Jesus und sagt zu ihnen, ihr irrt, ihr liegt total falsch. Das ist schon mal, ich kann mir vorstellen, was würde das in euch auslösen? Zorn, ja. Könnt ihr euch vorstellen, Jesus wird kommen und sagen, ihr habt keine Ahnung. Wie keine Ahnung? Natürlich, er sagt, ihr habt keine Ahnung, ihr kennt die Bibel nicht. Natürlich kenne ich die Bibel. Nein, du kennst sie nicht. Kein Wunder, dass sie ihn gehasst haben. Er sagt, ihr kennt die Bibel nicht. Und ihr kennt nicht nur, ihr liegt komplett falsch. Das ist sehr, sehr, sehr ärgerlich für sie gewesen. Aber jetzt sagt er Folgendes. Ihr kennt die Schrift nicht, noch die Kraft Gottes. Und merkt ihr, wie er wieder beides zusammenbringt. Kraft Gottes kommt wo? Aus dem richtigen Verständnis der Schrift. Da ist die Kraft. Aus dem richtigen Verständnis der Schrift. Nicht einfach
die Bibel kennen. Und glaub mir, sie kannten die Bibel wahrscheinlich besser als du und ich zusammen. Sie kannten teilweise die einzelnen Teile auswendig. Wer kann mindestens 3 Kapitel am Stück aus dem ersten Buch Mose auswendig? Wer kann 2 Verse? Ja, kriegen wir hin. Nicht schlecht. Schon angehende Rabbis. Ja. Wir kennen unsere Klassiker, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Johannes 3,16, gell? Ja. Ein Bibelvers. Die waren so fit darin, wenn du könntest hingehen und sagen, was ist der mittlere Buchstabe im dritten Buch Mose? Und die könntest dir sagen. Was ist der 20. Buchstabe im ersten Kapitel? Und die würden es dir sagen. Sie kannten all die Geschichten, sie kannten all die Buchstaben, sie kannten all das. Jetzt ist, der Punkt ist der. Sie kannten alles. Das heißt, sie wussten, wo was steht. Wenn man sagen, ja, schlag mal auf, dann wollen die mal aufschlagen, die haben das im Kopf aufgeschlagen. Ist klar, die kennen das. Was Jesus damit sagt, ist nicht, ihr habt keine Ahnung, wo was steht. Ihr habt keine Ahnung, dass in der Bibel was von David die Rede ist, oder von Josef, oder von Jona, oder von Mose, oder vom Gesetz. Das meint er nicht. Was sagt er? Ihr irrt. Ihr kennt die Schrift nicht. Was meint er, wenn er sagt, ihr kennt die Schrift nicht? Er sagt damit, ihr habt keine Ahnung, was in der Schrift eigentlich steht. Und ich bringe uns ein bisschen näher dahin. Wisst ihr, was ich meine damit? Wir können all die Geschichten kennen. Kennt ihr die Geschichte von Jona? Wer kennt sie? Schön. Ist schon mal gut. Schon gut. Wer kennt die Geschichte von David? Gut. Von Josef? Gut. Was ist die Bedeutung von der Geschichten? Von Noah? Auch bekannt? Ich bin so aufgewachsen. Was weiß ich über David? Sei mutig und stark. Wenn ein Goliath kommt, hau ihn um. Die Geschichte von David ist, für Gott kämpfen, mutig und stark sein. Was ist die Geschichte von Daniel? Beten. Was ist die Geschichte von Jona? Nicht weglaufen. Was ist die Geschichte von Josef? Weglaufen, wenn man eine schöne Frau sieht. Und was machen wir? Wir lesen die Schrift und denken, so lebt man als Gottesfürchtiger. Und das haben sie getan. Sie haben all die Geschichten getan und sie haben sie so gelehrt. Nämlich, was muss ich tun, was muss ich lassen? Wann muss ich wegrennen, wann muss ich nicht wegrennen? Wann muss ich für Gott kämpfen, muss ich für Gott nicht kämpfen? Wann darf ich eine schöne Frau anschauen, wann darf ich sie nicht anschauen? So haben sie gelesen. Und so lesen wir auch. Und so bringen wir sie unseren Kindern bei. Wir sagen, Kinder, ihr müsst mutig und stark sein. Machen wir ein Pfadfinderlager mit dem Thema mutig und stark. Das Thema ist David. Ist doch so. Jetzt drucken wir T-Shirts. Ganz stolz, basteln mit den Steinschleudern. Voll gute Aktivität. All das. Irgendein Theatervorspiel, was nimmt man? Esther. Man nimmt Daniel. Und die Kinder müssen lernen, treu zu sein und all das. Darf ich schon mal an dieser Stelle sagen, wir verlangen etwas von Kindern, was wir selber nicht tun. Wir erwarten, dass Kinder mehr tun als wir. Aber ich will so sagen, wir reduzieren die Bibel auf ein ethisch und moralisches Buch. Wir machen aus der Bibel ein religiöses Buch. Das haben die Juden getan. Sie haben das mit der Bibel alles belegt. Ihr Verständnis von Gerechtigkeit, von den Dingen zu tun, die Gott gefällt, haben sie darauf beschränkt, die Bibel aufzuschlagen und sagen, was muss ich tun? Heiraten oder nicht heiraten? Steht irgendwo, dass ich Lilly heiraten soll? Mann, steht nichts, kein Name Lilly. Haus kaufen, nicht kaufen. Ausbildung, ja, nein. Auto welches? VW oder BMW? Steht auch nicht drin. Mensch, wär gut. Gott, all die Dinge, die ich wissen will, stehen nicht in der Bibel. Jesus sagt zu ihnen, ihr habt keine Ahnung. Ihr kennt die Schrift nicht. Und ich habe den Eindruck, und dafür kämpfe ich, dass wir als Christen, wir sagen, ja, das ist Gottes Wort. Und wir kämpfen dafür. Und nennen uns vielleicht bibeltreu. Und wir kennen all die Geschichten, die darin steht. Wir kennen was den Zachäus, dass er auf dem Baum saß. Wir kennen die Frau im Jakobsbrunnen. Wir kennen all die Geschichten. Aber wir haben teilweise keine Ahnung, was sie bedeuten.
Um wen geht's eigentlich in bei Davids Geschichte? Um wen geht's bei Jona? Um wen geht's bei Josef? Um wen geht's da eigentlich? Wir erinnern uns an David und dann sagen wir, der große Goliath. Wir erinnern uns an Noah und dann erinnern die große Arche. Sintflut, große Turm zu Babel. Jona, der große Fisch. Alles, was groß ist, mögen wir. Behalten wir. Aber wisst ihr, wer dann überhaupt nicht mehr vorkommt in unserem Verständnis? Ja, Gott. Der große Gott. Der einzige Grund, warum David Goliath besiegen konnte. Der einzige Grund, warum Josef dieser schönen Frau widerstehen konnte. Der einzige Grund, warum Jona da ankam, wo er doch ankam. Der einzige Grund bei Daniel, warum die Löwen nicht gegessen haben. Der einzige Grund bei all dem ist, und da gibt es immer einen Satz, weil Gott mit ihnen war. Das ist der einzige Grund. Die Frage ist aber jetzt, meine Freunde, ich hoffe, ihr werdet heute noch meine Freunde, die Frage ist, wie kommst du und ich, wie kommt dazu David, all diese großen Männer anscheinend, wie kommen sie dazu zu sagen, dass es ihr Gott ist? Wie kommt man dazu, dass dieser Gott, der zu einem Fisch sagt, schwimm und er schwimmt, friss, kotz, der zu einer Pflanze sagt, wachs und sie wächst, der zu den Löwen sagt, nicht fressen und sie essen nicht? Wie kommt es, dass dieser mächtige Schöpfer Gott dein und mein Gott wird? Wie? Ja, Gott, ich will, dass du auch mein Gott wirst. Ihm gehorchen. Und pünktlich das ausführen, was er möchte. Genau. Und wenn ich alles pünktlich mache und gehorsam sind, dann wird Gott sagen, gut gemacht, Willi, du kriegst es. Du hast verdient. Kein Mensch kann diesen Gott verdienen. Kein Mensch kann diesen Gott nahen. Kein Mensch kann irgendwas tun, zu sagen, Gott, jetzt habe ich Anspruch auf deinen Segen, auf dein Handeln in meinem Leben. Die Frage ist, wie kommen wir dahin, dass dieser Gott auch mein Gott wird? Dieser heilige Gott wird Gott meines sündigen Willens. Wie geht das? Weil es gibt nur eine Möglichkeit. In Christus Jesus. Es ist nur einzige Möglichkeit. Und ich möchte euch zeigen heute, dass all diese Menschen im Alten Testament, ob Josef, Daniel, wie auch immer, aus einem Grund diesen Gott ihren Gott nennen konnten, weil sie an Christus geglaubt haben. Und Jesus sagt, wer das nicht versteht, wer in der Schrift mich nicht sieht und mich nicht erkennt, keine Kraft, kein Segen, keine Rettung. Wer an mich glaubt, wie die Schrift es sagt. Wir haben gerade den Text gelesen, geht mit mir in Johannes. Ah nein. Ja, ihr habt noch nicht zugeschlagen, Matthäus. Ich bin ein bisschen schneller im Reden als in meinem Kopf. Matthäus 22, 41. Guckt mal. Ich möchte euch kurz zeigen, wo der Unterschied liegt. Matthäus 22, Vers 41. Nachdem die Sadduzäer gemerkt haben, okay, Jesus hat sie überführt. Jesus hat gesagt, ihr habt keine Ahnung. Kommt die Sadduzäer und sagt, aber wir kennen die Schrift. Jetzt sagt Jesus, nein, ihr kennt die Schrift genauso wenig. Schaut mal, das meine zwei Parteien unter anderem. Schaut mal Vers 41. Als die Pharisäer versammelt waren, fragte Jesus sie und sagte, was haltet ihr von dem Christus? Wessen Sohn ist er? Christus ist bekannt. Er fragt, wer ist der Messias? Wer ist der Erlöser? Was sagt ihr? Ihr Schriftgelehrten, ihr kennt euch ja aus in der Bibel? Ja klar, kennen wir uns aus. Ja, was sagt ihr, wer ist? Ja, ist doch absolut logisch. Wir kennen die Bibel. Und was sagen sie? Sie sagen zu ihm, Davids, Sohn Davids. Ist klar. Wer wird der Messias sein? Ja, das ist der Sohn Davids. Ist doch gut, oder? Da denkt man, nicht schlecht. Also, die können doch ein bisschen die Bibel. Sie sagen Sohn Davids. Und dann spricht Jesus zu ihnen. Ah, okay. Ihr denkt, ihr habt es verstanden. Ihr kennt die Schrift. Dann sagt er, er spricht zu ihnen. Wie nennt David ihn denn im Geist Herr? Indem er sagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich die Feinde lege und unter deine Füße? Jesus stellt eine Frage. Er sagt, der Christus ist der Nachkomme Davids, ist ein Sohn Davids. Ja, aber wie kann David, der anscheinend sein Vater ist, zu ihm dann sagen, Herr, setze dich zu der Rechten meines Herrn? Wie kann Jesus, also der David, den Messias Herr nennen, wenn er doch sein Sohn ist?
Und die denken da, hä? Wie? Und auf einmal steigen sie aus. Und ich liebe das, was jetzt kommt, Vers 46. Und niemand konnte ihm ein Wort antworten. Da war keiner da, der verstanden hat, wer David ist, wer ist wirklich der Messias und was bedeutet, wessen Sohn ist er wirklich? Die konnten das nicht einbringen. Die konnten nicht erklären, warum Jesus Sohn Davids ist und zugleich aber sein Herr ist. Sie konnten das nicht erklären. Und dann sagt es, da heißt es, und niemand konnte ihm ein Wort antworten, noch wagte jemand von dem Tag, ihn weiter zu befragen. Okay, wenn er solche komischen Fragen stellt, dann lieber nicht fragen. Wenn ich keine Antwort habe, wir stehen nur bloß da. Er blamiert uns. Aber Jesus hat das getan. Er hat gesagt, ihr habt keine Ahnung von dem Christus. Ihr denkt, dass ihr wisst, wer der Christus ist. Ihr denkt, ihr versteht, wer der Christus ist. Ihr habt keine Ahnung. Geht mal mit mir jetzt in Johannes 5, den Text, den du vorhin gelesen hast. Ich bin ja berüchtigt für meine langen Einleitungen. Ich bin immer noch in der Einleitung. Das Gute ist, in der Gemeinde habe ich dann 3 Jahre eingeleitet und jetzt kann ich nicht mehr gleich zum Text kommen. Jetzt brauche ich nicht mehr so viel Zeit. Ich habe ja heute nur einen Tag bei euch, deswegen muss ich ein paar grundlegende Dinge sagen. Johannes 5. Wir haben gehört, wie Jesus einen Zeugen nach dem anderen aufführt und sagt, wieso glaubt ihr dem Zeugen nicht? Johannes wird als Zeuge aufgeführt, der Vater wird als Zeuge aufgeführt. Wer noch? Die Schrift wird als Zeuge aufgeführt. Und in diesem Zusammenhang sagt Jesus etwas Interessantes und sehr Wichtiges. Vers 39. Ich möchte euch Folgendes bitten. Normalerweise liebe ich das, wenn ich sage, schlag mal auf, ihr schlagt auf. Wenn ihr die Bibel dabei habt und so, auch sogar auf dem Handy und so, auch gut. Ist alles okay. Besser im Blatt, aber egal, da bin ich altmodisch. Aber der Punkt ist der. Und wenn ich lese, wenn ihr alle mitlest, ist wunderbar, aber jetzt bitte ich euch mal nicht mitzulesen. Ausnahmsweise. Dann dürft ihr wieder lesen. Ich werde euch 1, 2 Sachen lesen und dann Fragen stellen. Weil wenn ihr das lest, dann geht die Pädagogik flöten. Schaut mal. Jesus sagt zu ihnen, Vers 39. Ich lese euch, ihr guckt noch nicht dahin. Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Jetzt spricht Jesus genau zu diesen Schriftgelehrten Pharisäern und sagt, ihr erforscht die Schriften. Ist das gut? Ja. Danke. Halleluja. Ja, na, ist gut, Bibelstudium. Schrift erforschen, ist doch gut. Das waren die Schriftgelehrten. Sie haben die Schrift erforscht. Und dann steht, und dann sagt Jesus, denn ihr meint, eure Meinung, warum haben sie ein Schriftstudium gemacht? Warum haben sie die Bibel studiert? Denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Ist das gut? Es wäre ein interessantes Experiment. Ich würde jetzt ein Blatt Papier nehmen, würde hinschreiben, wir glauben, die FEG München Ost glaubt, dass wir studieren die Schrift, weil sie uns das ewige Leben gibt. Wenn ich das unterschreiben würde und euch geben würde, wer würde da unterschreiben? Ihr habt euch gut vorbereitet, gell? Ich bin aber überzeugt, dass wenn ich ohne irgendeine Predigt vorher irgendwas halten, einfach das mal in unseren bibeltreuen Gemeinden rumreichen würde, die Liste ganz schön lang wären würde mit Unterschriften. Wichtig ist, Jesus sagt, ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, es ist eure Meinung. Das heißt, es ist nicht meine Meinung. Ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und jetzt kommt's. Und sie sind es, die von mir zeugen. Und jetzt könnt ihr reingucken. Guckt mal, was Jesus sagt. Ihr studiert die Bibel und hofft, wenn ihr sie studiert, dass ihr ewiges Leben bekommt. Was ja an sich, ja denken wir, ist ja voll gut, darum geht's doch. Und Jesus sagt, ihr kriegt aber kein ewiges Leben durch das Studium der Schrift. Wie? Nein! Wenn ihr nicht versteht, was die Funktion der Schrift ist, ihr könnt es studieren, und ihr werdet niemals Leben haben. Warum? Weil die Schrift ein Ziel hat, von Jesus zu zeugen, uns zu Jesus zu bringen. Wisst ihr warum? Weil der Buchstabe tötet. Aber wer macht lebendig? Der Geist. Und wessen Geist ist das? Der Geist Gottes, der Geist Christi. Und er sagt, und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt.
Wisst ihr, was uns ewiges Leben gibt? Jetzt sage ich das als Bibellehrer und einer, der die Bibel so liebt, der sie jede Woche kleben muss, weil sie mir auseinanderfällt. Ich liebe dieses Buch. Aber wisst ihr, warum ich dieses Buch liebe? Aus einem Grund. Weil sie mich zu Jesus bringt. Weil sie mich zu Jesus führt. Weil sie mir zeigt, wer Jesus ist. Und das ist die Kraft. Ich komme zu Jesus, ich lese die Schrift und die Schrift sagt, Willi, weißt du, wer Jesus ist? Und sie malt mir ihn vor Augen. Ich denke, oh, wie herrlich ist er. Und Willi, weißt du, wen du brauchst? Jesus. Ja, stimmt, du hast recht. Und weißt du, zu wem du jetzt gehen musst? Nicht zum Seelsorger, nicht zum Pastor in erster Linie, zu Jesus. Und dann gehe ich zu ihm. Und dann gehe ich auf die Knie und sage, oh Herr, ja, kannst du jetzt nicht für beten, geil. Oh Herr, hilf, hilf. Und er hilft. Wir, derjenige, der uns ewiges Leben, es ist eine Person. Es ist kein Buchstabe, kein Buch. Aber dieses Buch führt uns zu ihm. Das heißt, wenn ich die Bibel lese, ich bring's runter. Wenn ich die Bibel lese und ich behaupte, die ganze Bibel, wenn ich sie lese und ich nicht zu Jesus komme, ich von ihm nichts gelernt habe, ihn nichts erkannt habe und ich nicht dahin gedrängt werde, zu ihm zu kommen, dann habe ich sie nicht so gelesen, wie ich hätte sie lesen sollen. Andersrum, da habe ich sie so gelesen, wie die Schriftgelehrten sie lesen, wie die Juden sie lesen. Und darum habe ich keine Kraft in meinem Leben. Hast du hier über Psalm 1 schon mal gesprochen? Nein. Gut. Extra für dich. Ich hab ein bisschen Angst, dass Robin schon alles eigentlich erzählt hat. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Darf ich euch ein Beispiel geben? Ich bin noch gar nicht zu dem eigentlichen Text gekommen, den ich eigentlich vorhatte. Nicht gut. Psalm 1. Ganz kurz möchte ich euch als Beispiel geben. Was ist der Unterschied? Wo liegt der Unterschied? Was ist der Unterschied zwischen christuszentrischem Bibellesen und einem religiösen Bibellesen? Das wir alle zu gut kennen. Kennt ihr den Psalm 1? Darf ich euch nur kurz daran erinnern? Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünde nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über das sein Gesetz sind Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Das ist nicht schlecht, gell? Alles, was er tut, gelingt. Wer wünscht sich das nicht? Ja, ich schon. Das wäre perfekt. Nicht so die Gottlosen. Sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum besteht der Gottlose nicht im Gericht, noch der Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, der Weg der Gottlosen vergeht. Also, wer ist glückselig? Wie kannst du glücklich werden? Wie kannst du dieses Gelingen in deinem Leben erleben? Wie kannst du Kraft in deinem Leben erleben? Es gibt zwei Wege, sagt der Psalm 1. Der erste Weg ist der Weg des Gerechten. Der zweite Weg ist der Weg des Gottlosen. Soweit nicht kompliziert, oder? Und jetzt könnte ich euch eine Predigt halten. Und ohne die Vorrede, könnte es sogar sein, dass das dem einen oder anderen sogar als christlich erscheinen würde. Ich würde euch sagen, ich gebe euch drei Punkte, wie ihr leben müsst vor Gott, damit euer Leben gerecht ist. Und ich würde euch sagen, betritt nicht den Weg der Gottlosen. Tu das nicht. Lass dich nicht darauf ein. Denk nicht darüber nach. Sinn nicht darüber nach. Guck mal, die Gottlosen, die leben dahin. Sie fürchten Gott nicht, sie ehren Gott nicht. Und guck mal, ihnen geht's gut. Wohlstand, die meisten sogar dick. Oder heute muss man sagen, eher schlank. Je nach Zeit ist das mehr Segen oder Fluch, egal. So, alles gelingt ihnen, was soll das? Und das ist sehr verlockend, das. Und darüber denken, oh, was wäre, wenn ich kein Christ wäre? Und nicht daran denken, lass dich nicht auf diese Gedanken ein. Wäre sehr praktisch, gell? Zweitens, betritt nicht diesen Weg. Das heißt, probier es nicht aus. Mach das nicht. Sag nicht, ich will mal ausprobieren, ob das gut ist oder nicht gut. Lass das sein. Und das Dritte, bleib da nicht, setz dich da nicht hin. Leb da nicht da drin. Denn wenn du das tust, gehörst du zu den Ungerechten, dann hast du keinen Anteil an der Gemeinde der Gerechten. Und dein Leben wird nicht gelingen. Du wirst keine Frucht bringen. Stattdessen, wisst ihr, was ihr tun müsst?
Folgendes. Ihr müsst eine Lust haben am Gesetz Gottes. Eine Lust. Ist ja ein Fremdwort für uns Fromme, gell? Wir haben Freudigkeit. Nur keine Lust. Ja, wir haben Lust, ist schlecht. Die Bibel sagt Lust. Das ist so, oh, ich habe ein Begehren danach. Also du musst Lust daran haben. Und über das Gesetz, ich weiß nicht, wie oft du schon gelesen hast, das Gesetz nachsinnen Tag und Nacht. Okay? Also Tag und Nacht. Bisschen Schlaf, ich weiß nicht, wie viel du brauchst, vielleicht 2 Stunden, aber sonst musst du darüber nachsinnen. Ich könnte sehr praktisch da werden. Und dann, was du tust, wird dir gelingen. Ich habe das jetzt überspitzt gesagt. Aber ich könnte das so predigen, da würdet ihr nicht den Unterschied merken, ob es christlich ist oder nicht. Ihr versteht, was ich meine? Und werdet nach Hause gehen und sagen, ich weiß, was ich zu tun habe. Ich weiß, welche Gedanken ich ablegen muss. Ich weiß, welche Wege ich verlassen muss. Ich weiß, wo ich aufstehen soll und da nicht mehr unter den Spöttern sein muss. Der Punkt ist aber der, das wirst du probieren, das kannst du vielleicht einen Tag schaffen, vielleicht 2 und dann wirst du wieder fallen. Aber das sagt der Text hier gar nicht. Darum geht es hier gar nicht. So lesen oder so lasen die Juden und die Schriftgelehrten die Bibel. Was muss ich tun und was muss ich lassen, um vor Gott gerecht zu sein? Was sagt die Schrift? Kann jemand vor Gott gerecht sein? Mein Freund, wann hast du nie über den Weg der Sünde nachgedacht? Kann schon mal passiert sein, oder? Weißt du, was ich dir sage? Dann hast du keine Chance, gerecht zu sein. Dann hast du keine Chance auf Glück, keine Chance auf die Gemeinschaft der Gemeinde. Keine Chance. Hast du schon mal diesen Weg ausprobiert? Wenn ja, sinken deine Chancen gewaltig. Und wenn du darin mal gelebt hast, dann war's das. Dann bist du unter den Gottlosen. Okay? Wer von euch sinnt über das Gesetz Tag und Nacht? Wer hat immer eine Lust daran? Hier steht glücklich der Mann und nicht der Mensch. Der ist der Mann, nicht die Frau. Übrigens, dann sind schon Frauen schon ausgeschlossen. Die Frauen können nie glücklich werden. Weil hier ist ja der Mann. Schon die Schrift bei Schrift beim Wort nehmen, gell? Sorry, Frauen. Aber ihr Männer, ihr habt noch eine Chance, ist ja klar. Darf ich euch jemanden vorstellen, der als einziger Mann nie über den Weg der Gottlosen nachgedacht hat, nie diesen Weg betreten, nie darin gelebt, der Tag und Nacht darüber nachgesonnen? Jesus Christus. Du weißt es. Du bist mein Mann. Ja. Jesus Christus. Er ist dieser Baum. Er ist gepflanzt. Er bringt immer Frucht. Versteht ihr? Ich kann diesen Psalm lesen als Ethik und Moral, was muss ich tun? Und ich kann ihn so lesen, das kann ich niemals tun. Und dann, welche Frage stellt sich? Ja, wie komme ich aber zu den Gerechten? Und dann kommt Psalm 2. Und ich lese euch Psalm 2, Vers 12, das müsste reichen. In meiner Übersetzung, die ist gut. Küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt. Das heißt, liebt ihn, nehmt ihn an. Den Sohn, von dem ein paar Verse heißt, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Und wir wissen, von wem die Rede ist. Und dann heißt es, glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Und jetzt nicht nur der Mann, sondern alle, auch die Frauen. Der Punkt ist, Psalm 1 zeigt dir den Maßstab, den Gott sagt, so muss der Mann sein, so ist der Mensch, der von mir mit mir Gemeinschaft kam, der Frucht bringt, dieses muss er erfüllen. Tut er es nicht, steht dieses Gerichten bevor. Und die Frage ist, ja, aber wer kann dann überhaupt? Niemand. Und darum kommt Psalm 2, wo uns der König vorgestellt wird, den Gott sagt, den er auf diese Erde schickt, den er ein Leid bereitet. Und Gott sagt zu ihm, zu uns, wenn ihr euch bei ihm bergt, wenn ihr zu ihm kommt, dann seid ihr glücklich. Nicht, weil wir all das gehalten haben. Weil wir diesen Sohn haben. Weil der Sohn all das für uns gehalten hat. Merkt ihr den Unterschied? Oder nicht? Das ist eine komplett andere Art und Weise, die Psalmen zu lesen. Das ist eine komplett andere Art und Weise, die Schrift zu lesen. Ich staune darüber, dass man sogar die Evangelien, das Neue Testament lesen kann und sich ständig verurteilt fühlen kann. Man liest und denkt, oh, wir erkennen selbst in den Evangelien Christus nicht.
Selbst da die Gnade nicht, selbst da die Erlösung nicht. Selbst dadurch kommen wir nicht zu Christus, sondern bleiben bei Geschichten. Erzählen Geschichten, weil sie so spannend sind. Nach einer Weile ist es halt schwierig, immer wieder die gleichen Geschichten neu zu erzählen, gell? Da muss man sich neu erfinden. Darum verkleiden wir uns dann später, wenn wir Geschichten erzählen. Dann betrachten wir die Weihnachtsgeschichte aus der Perspektive eines Esels. Und dann nächstes Mal ist ein Floh dran. Und dann ein Schaf. Warum? Weil die Geschichten ausgehen. Weil wir nichts mehr zu sagen haben. Über diesen kleinen Baby Jesus im Stall. Und wie hat er das? Guck mal, und der Esel hat, oh, der war da und hat das gesehen. Und kein. So, jetzt zu meinem Text. Ich bin gleich fertig. Ich zeige euch das noch kurz, was ich eigentlich wollte sagen. Geht mit mir Lukas 12, 24. Lukas 24. Lukas 24. Ich bin jetzt bei 45 Minuten, oder bei 40 eigentlich, knapp 45 Minuten. Meine 45 Minuten sind anders wie eure wahrscheinlich, aber ich bemühe mich jetzt in 5 Minuten, ist okay? In 5 Minuten euch diesen Text zu erklären. Anzustoßen und euch zu sagen, es lohnt sich heute Nachmittag zu bleiben. Wir wollen da weitermachen. Wir wollen uns das genauer anschauen. Jesus ist auferstanden. Er ist auferstanden, die Frauen waren am Grab, Engel redet zu ihm und der Engel sagt zu ihm, Kapitel 24, Vers 7, indem er sagte, der Sohn des Menschen muss in die Hände der sündigen Menschen überliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag aufstehen. So, der Engel sagt, was hier passiert ist, Jesus ist gestorben, auferstanden, so wie er das euch beigebracht hat, so wie er es gelernt hat, ist alles in Ordnung, ist alles okay. Die sind absolut durch den Wind, rennen zu den Aposteln, rennen zu den Jüngern, übrigens, die dabei sind, nur erzählen, Jesus ist auferstanden. Und wisst ihr, was über die heißt? Vers 11, schaut mal Vers 11. Und diese Reden schienen ihnen wie Geschwätz und sie glaubten ihnen nicht. Könnt ihr euch das vorstellen? Die Jünger Jesu, die er unterwiesen hat, denen er alles erklärt hat anscheinend. Jetzt, er ist auferstanden. Es hat sich alles erfüllt. Und die Jünger sagen, das ist ein Geschwätz. Könnt ihr euch das vorstellen? Wie kommen sie dazu, zu sagen, das ist ein Geschwätz? Wieso glauben? Ich weiß nicht. Jesus ist auferstanden. Welche Reaktion würden man erwarten? Ja, mindestens ein Yay. Yeah. So ein Halleluja wäre schon ein bisschen besser. Freude, Jubel, Staunen, Dankbarkeit. Jetzt wären die Palmzweige an der Reihe und all das. Was sagt? Ein Geschwätz. Warum? Die Jünger sind durcheinander, die verstreuen sich und zwei von diesen Kandidaten gehen nach Emmaus. Eine Stadt, das nicht die Emmaus, kennt ihr die Emmaus-Jünger? Es ist nicht ihr Nachname übrigens. Nicht Kleopas Emmaus. Willi Emmaus. Emmaus ist eine Stadt, 11 Kilometer von Jerusalem entfernt. Wie viel Stunden braucht ihr für 11 Kilometer? 2,5. Beim guten Tempo, ich länger, aber nehmen wir mal an. Jetzt gehen sie diese 2,5 Stunden, die sind total frustriert und sie gehen nach Hause. Und dann passiert Folgendes. Jesus erscheint ihnen. Ich lese ab Vers 15. Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass sich Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen wurden gehalten. Das heißt, sie erkannten ihn nicht. Und Gott hat ihnen nicht das Privileg gegeben, ihnen zu zeigen, das ist Jesus. Überlegt mal, sie laufen und sie überlegen, was war das eigentlich? Und Jesus läuft neben ihnen und jetzt kommt mal, liebe Freunde, und sie erkennen ihn nicht. Der Auferstandene, der Verklärte, der mit Auferstehungsleib der Herrliche Jesus läuft daneben und sie können ihn nicht sehen. Die Frage, warum nicht? Die Bibel sagt, weil ihre Augen zu sind. Die sind dann nicht gegen jeden Baum gelaufen. Das waren geistliche Augen, die dazu sind.
Sie können nicht sehen. Und Jesus macht das pädagogisch hier astrein. Er stellt Fragen. Er sagt, wo liegt das Problem? Guckt ihr so komisch? Wieso seid ihr so traurig? Über was redet ihr eigentlich? Schaut mal, er sagt, Vers 16. Vers 17. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Reden, die im Gehen miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Einer aber mit Namen Kleopas antwortet und sprach zu ihm. Jesus sagt, was ist los? Und sie bleiben stehen und sagen, mein Freund, bist du der Einzige, der hier, woher kommst du denn? Hast nichts mitbekommen? Du bist der Einzige, der nichts mitbekommen hat. Sie blieben niedergeschlagen stehen. Das heißt, sie waren zutiefst traurig. Jetzt, ich will euch nur kurz das in Erinnerung rufen. Jesus ist gestorben. Jesus ist auferstanden. Richtig? Gibt es einen Grund, traurig zu sein? Warum sind sie traurig? Warum? Weil sie geglaubt haben, dass er auferstanden ist. Weil sie es nicht geglaubt haben. Sie haben nicht geglaubt. Ja, aber warum haben sie denn nicht geglaubt? Weil sie die Schrift nicht kannten. Woher kam ihre Traurigkeit? Woher kam ihr Unverständnis? Warum waren sie so niedergeschlagen? Warum konnten sie Jesus, den Auferstanden, nicht sehen? Weil sie ein falsches Verständnis der Schrift hatten. Seine Jünger. Das heißt, es ist vor ihren Augen erfüllt gewesen und sie haben es nicht gesehen. Wisst ihr, warum ich da kämpfe? Jahr ein, Jahr aus kämpfe ich dafür. Weil ich fest davon überzeugt bin, das ist der Grund, warum ich das Seminar gegründet habe, weil ich fest davon überzeugt bin, dass viele Christen Jesus heute nicht sehen, sein Wirken heute nicht erleben, an seine Herrschaft heute nicht glauben, sondern irgendwann mal, wenn er wiederkommt. Warum? Weil sie nicht der Schrift glauben. Weil sie das nicht in der Schrift sehen. Und weil sie das nicht in der Schrift nicht sehen, und ihre Theologie so anders ist zu dem, was die Schrift aber eigentlich sagt, kommt das nicht zusammen. Und statt sich zu freuen, ist man traurig. Ihr versteht das Dilemma? Das ist der Text. Wie es dann weitergeht, was er mit ihnen bespricht, wie es mit ihnen bespricht, was er zeigt, das werden wir heute Nachmittag miteinander anschauen. Ich will euch mein Anliegen nochmal kommunizieren und das versuchen auf den Punkt zu bringen. Wenn wir an Christus nicht so glauben, wie die Schrift es sagt, gibt es keine Ströme des lebendigen Wassers in unserem Leben. Ein falsches Verständnis der Schrift ist Kraftlosigkeit. Die Aufgabe, die wir ernst nehmen müssen, ist, uns hinterfragen müssen, wie lesen wir die Schrift eigentlich? Wie verstehen wir die Schrift? Und ich habe euch versucht, das deutlich zu machen. Es gibt einen Unterschied zwischen die Geschichten der Bibel kennen und die Geschichten der Bibel verstehen. Verstehen und nicht nur verstehen, sondern verstehen, was es mit dem Christus zu tun hat. Was hat Adam mit Christus zu tun? Was hat David mit Christus zu tun? Was hat Noah mit Christus zu tun? Was hat Ruth mit Christus zu tun? Was hat Esther mit Christus zu tun? Was haben alle diese Personen, all diese Ereignisse, all diese Geschichten, was haben sie mit dem Evangelium zu tun? Wie tragen sie dazu bei, dass du und ich nicht traurig sind, sondern uns glücklich preisen können? Wir können die Schriften kennen. Ich könnte euch weitere Personen fragen und die würden sagen, ja, schon mal gehört. Und wir haben keine Ahnung, was dann wirklich drin steht. Kennt ihr den Priester Pinas? Schon schwieriger, gell? Was hat der mit Christus zu tun? Biliam. Kennt ihr Biliam? Wahrsager. Was hat der mit Christus zu tun? Was haben die Menschen dieses Buches, die Ereignisse dieses Buches, die Geschichten dieses, was haben sie mit dem Kommen Jesu, mit der Erlösung zu tun? Und ich sage, wenn wir das nicht wissen, dann kennen wir diese Bibel nicht. Wir kennen sie so, wie die Schriftgelehrten sie kennen. Und ich will nicht böse sein, weil ich bin von euch zum Besseren gesinnt. Ich bin mir sicher, ihr kennt sie. Aber ich traue mich zu sagen, wenn wir so die Bibel lesen, dann unterscheidet sich unsere Theologie und unser Glaube nicht anders wie der Glaube und das Schriftverständnis der Juden zur Zeit Jesu. Und wisst ihr, was sie mit Jesus getan haben? Sie haben ihn gekreuzigt. Meine große Sorge ist,
Das ist genau das Gleiche, was beim ersten Kommen Jesu passiert, der jetzt auch passiert. Die Juden hatten so ein falsches Verständnis von dem Christus, dass er, als er da war, ihn nicht erkannten, weil sie die Schrift nicht kannten. Und er kommt wieder. Er kommt wieder. Und er handelt. Und die Frage ist, erkennen wir? Oder läuft er neben uns und stellt uns Fragen? Wir haben keine Ahnung, wer das ist. Mehr dazu nach der Pause. Schön, dass ihr geblieben seid. Freut mich, dass ich noch ein bisschen Zeit habe, mit euch weiterzugehen. Und eigentlich jetzt die Predigt starten. Das, was ich ja nicht vorhatte, heute Morgen zu tun, kann ich das jetzt machen. Aber ich muss deinen Weg gehen, euch ein bisschen dahin nehmen und einfach das Anliegen von mir euch weitergeben. Und jetzt kommen wir einfach zu Lukas 24. Ich gehe mit euch diesen Abschnitt durch. Wir gucken uns das gemeinsam an. Und von da aus mache ich ein, zwei Beispiele, was es bedeutet oder in welche Konsequenz oder welche, ja, was es bedeutet, dann konsequent dem gegenüber zu sein. Wie sollen wir die Schrift lesen? Was bedeutet Christus-zentriert Bibel lesen und auch die anzuwenden? Da hoffe ich, euch ein, zwei Beispiele geben zu können und dass es für euch ein Gewinn sein wird. Mich hat das, also mein Dienst, mein Glaubensleben hat das, also es hat revolutioniert, sagt man das so, ja, und radikal verändert. Und das löst zwei Dinge aus. Kann sein, dass es hier genau das Gleiche auch tut. Ich bin nicht naiv, ich rechne eigentlich damit. Es wird zwei Dinge auslösen. Das eine, es wird Menschen geben, die das gerne hören werden. Sie werden darin die gute Nachricht sehen und werden sich darüber freuen. Und es wird genauso welche geben, denen wird es zum Anstoß werden. Sie werden das überhaupt nicht mögen. Und das begleitet nicht mein Leben. Seitdem ich Christus verkündige von der Schrift, passieren eben immer diese zwei Dinge. Ich bin natürlich immer froh, wenn es von den Ersteren mehr gibt, als von den Zweiteren. Das ist schon angenehmer. Und deswegen hoffe ich, dass ihr mir gut gesinnt seid, wenn ich jetzt weiter mit euch den Weg gehe. Lasst uns Kapitel 24 im Lukas-Evangelium nochmal genau anschauen. Also, wo sind wir? Jesus ist auferstanden. Das Erlösungswerk vollbracht. Die Frauen haben als erstes gehört. Ich hätte nicht Mittagessen sollen. Ist ja etwas da drin. Entschuldigung. So, jetzt ist alles frei. Die Frauen haben das als erstes gesehen, bezeugt bekommen, geben es weiter. Und bei den Jüngern ist ein Unverständnis sogar in dieser harten Haltung, dass sie sagen, es ist ein Geschwätz. Und das schockiert mich. Dass seine Jünger über das Zeugnis der Frauen, der Christus ist auferstanden, sagen, es ist ein Geschwätz. Ihr versteht, was ich meine. Das zeigt, was für eine Unkenntnis und ein Unverständnis bei ihnen da war. Erschreckend eigentlich, gell? So wie Robin gerade arbeite ich mich durch das Markus-Evangelium in der Gemeinde, im Predigtdienst. Und wir sind dabei, uns anzuschauen, in welcher vielfältigen Art und Weise Jesus den Jüngern Zeugnis gab von dem, was er ist und was er tut. Und wir sind an so vielen Stellen durch, an denen er genau das zeigt, was passieren wird. Was passieren wird. Er lehrt sie. Soweit ich weiß, kommt ihr noch dahin. Seid ihr Kapitel 6, glaube ich, gell? Schaust du im Internet, was wir machen? Ich informiere mich über die, zu denen ich gehe. Und dann, nachdem Jesus ihnen aufgezeigt hat, wer er ist, zeigt er, was er tun wird. Und da gibt es eine interessante Stelle. Ich bin sicher, Robin wird es euch gut erklären. Jesus, Petrus steht da, Jünger stehen da, keine Ahnung, was Jesus getan hat, Brotvermehrung, sie verstehen es immer noch nicht. Dann sagt Jesus, okay, ich muss euch die Augen öffnen. Ich muss euch die Ohren öffnen. Er macht zwei Wunder, er öffnet die Augen, er öffnet die Ohren, um zu sagen, das muss passieren, sonst könnt ihr gar nicht verstehen. Dann öffnet er den Petrus die Augen und die Ohren und Petrus darf erkennen, oh, du bist der Sohn des lebendigen Gottes, du bist der Christus. Und im nächsten Moment heißt es, und da fing Jesus an, sie zu lehren, er muss leiden, muss sterben, muss auferstehen. Und wisst ihr, was Petrus dann macht? Er nimmt Jesus beiseite, sagt, Jesus, komm mal her. Und er sagt, geht ja gar nicht. Jesus, also, pass mal auf.
Das widerfahre dir nicht. Unmöglich. Das ist nicht, was Gott will. Und belehrt und heißt und tadelt Jesus. Das ist echt anmaßend. Und wisst ihr, wie Jesus dann reagiert? Also höher, tiefer könnte Petrus nicht fallen. Der war gerade im Himmel, als er die Offenbarung bekam, du bist der Sohn des lebendigen Gottes, zu Christus. Und im nächsten Moment sagt zu ihm, geh hinter mich, Satan. Ich verstehe dir, das ist sehr extrem. Und warum reagiert Jesus so extrem? Warum sagt er sowas? Petrus ist nicht Satan. Er sagt, steh mir nicht im Weg. Er weiß, dass der Satan gerade Petrus instrumentalisiert. Dass es der Satan geschafft hat, Petrus zu gebrauchen, Jesus zu sagen, das machst du nicht. Du musst doch nicht sterben. Du musst doch nicht leiden. Du musst doch nicht, du bist der Messias, du bist der Christus. Richte dein Reich auf. Jetzt vertreib die Römer. Und Petrus, wieso hat sich Petrus von dem Teufel, der gerade noch gesagt hat, du bist der Sohn des lebendigen Gottes, das ist eine tiefe Erkenntnis, die Gott ihm schenkt, wie kommt er dazu, im nächsten Moment Jesus zu tadeln? Und der Grund ist darin, weil er kein Verständnis vom Leiden, vom Verwerfen und vom Sterben und Auferstehung Jesu hatte. Er hatte kein Verständnis, was ist der Christus? Er hatte keine Erkenntnis über den Christus. Oder andersrum, seine Theologie über den Messias, seine Theologie über das Werk des Messias, sein Verständnis über das, was der Christus tun wird, welche Erlösung er schaffen wird, welches Reich er aufrichten wird, auf welche Art und Weise er das Reich aufrichten wird, für wen er das Reich aufrichten wird, war so anders als das, was eigentlich Gott verheißen hat, dass als Jesus gesagt hat, das wird jetzt passieren, der Teufel ruckzuck Petrus gebrauchen könnte und Petrus hat sich dagegen gestellt. Versteht ihr, warum es so ernst ist? Wenn wir eine falsche Theologie, ein falsches Schriftverständnis von Christus und dem Messias und dem Werk des Messias haben, sind wir ein leichtes Fressen für den Teufel. Und er wird uns irgendeine Lehre und irgendeinen Grund geben, warum das so nicht alles sein kann, wie es ist. Und wir merken nicht einmal, dass er uns instrumentalisiert. Und wir denken, wir kämpfen für Gott. Und Jesus würde sagen, geh hinter mich, Satan. Das ist erschreckend. Ich würde so sagen, was für ein Verständnis haben die Jünger, ich zeige es euch gleich hier, was für ein Verständnis haben Petrus und die Jünger vom Messias? Was für ein Verständnis hatten sie von einem Reich? Sie haben ihre Bibel gehabt, die haben das Alte Testament. Und so wie sie die Verheißungen gelesen haben, so wie sie die Berichte und die Geschichten über den Christus gelesen haben, so haben sie das geglaubt. Das war ein jüdisches Verständnis. Ich will euch so sagen. Und Jesus sagt, das ist ein satanisches Verständnis. Geh hinter mich, Satan. Denn es ist so anders, was Jesus sagt, was das Verständnis ist. Dann fing er an, sie zu lehren und zu erklären. Und wisst ihr, was denn kommt? Ihr könnt alle euch darauf freuen, das sind schöne Abschnitte. Kapitel 8, Kapitel 9. Dann nimmt Jesus mit und sagt, okay, ihr wollt nicht auf mich hören. Wisst ihr, woher das mitkommt? Kommt mal mit mir mit. Wir gehen mal zum Papa. Dann nimmt er mit auf den Berg und dann begegnet ihn wen? Ihnen wer? Mose und Elia. Mose steht für was? Und Elia? Propheten. Und die unterhalten sich mit Jesus und erklären und sprechen über den Ausgang, den er in Jerusalem nehmen soll. Also Mose sagt, okay, Jesus, so wie wir es geschrieben haben, so machen wir es. Ja, ja, genau. Und Elia sagt, okay, so wie wir das verkündigt haben, so machen wir es. So machen wir es. Okay, du hast noch nicht vergessen, Jesus. Nein, haben wir natürlich nicht vergessen. Und die Jünger hören das. Und in dem Moment fängt Petrus wieder schlau zu werden. Immer muss er sein Maul aufreißen. Der Apostel hat schnell die Zunge. Und dann, wisst ihr, was dann passiert? Eine Stimme aus dem Himmel. Der Vater selbst. Und was sagt der Vater? Das ist mein Sohn. An ihn habe ich wohlgefallen. Mein geliebter Sohn. Auf ihn hört. Wisst ihr, was passiert? Ihr sagt, kommt mal mit. Ihr glaubt mir nicht. Ihr kriegt das von meinem Papa gesagt. Und der Papa sagt, bitte hört auf ihn, so wie er es euch erklären wird. Das ist das Richtige. Er sagt euch, wie man Mose versteht. Er sagt euch, wie man die Propheten versteht.
Er erklärt euch, was Elia eigentlich gesagt hat, und erklärt euch, was Mose gesagt hat. Bitte hört auf ihn. Und ab da beginnt Jesus, ihnen es zu erklären. Dreimal wird uns da berichtet, das hat ein Jahr lang. Und jetzt passiert das. Und statt dass sie sagen, Papa hat uns ja schon gesagt, sind sie betrübt, halten sie für ein Geschwätz, die haben es immer noch nicht verstanden. Ist schon traurig. Also sie gehen, sind bestürzt und nochmal, das ist sehr herrlich, wie Jesus das macht. Er geht neben ihnen und uns wird deutlich gemacht oder gezeigt, ihre Augen sind zu, das heißt, sie können Jesus nicht erkennen. Jesus beginnt Fragen zu stellen. Ich habe schon gesagt, das ist pädagogisch höchst interessant. Er kommt nicht und sagt, oh Mann, wieso seid ihr so blöd? Er fängt an und sagt, was ist los? Und das ist nur nebenbei in der Seelsorge eine gute Art. Man muss Fragen stellen und zuhören. Und weiß Jesus, was los ist? Ha klar, weiß er, über was sie reden? Ja, schon dreimal. Warum fragt er sie? Weil es die Art, ihre Gedanken zu sortieren, zu kommunizieren und dann weiß man, wo man selbst dran ist. Deswegen reden lassen. Wir haben viele Gedanken, in einer Sekunde 1000. Aber wenn wir dann reden, dann müssen wir das alles sortieren. Und dann merken wir eigentlich, was da oben alles darum schwirrt. Und er lässt sie reden und er hört zu. Und all ihre Sorgen, all ihre Unmut, all ihre Unglauben und all ihr Unverständnis kommt an die Oberfläche. Und schaut mal, was da rauskommt. Vers 18. Einer aber, deren Namen Kleopas, antwortete und sprach zu ihm: Bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt, das heißt als Fremdling sich aufhält, und nicht weiß, was dort geschehen ist in den Tagen? Und er sprach zu ihnen: Was denn? Herrlich, gell? Keine Ahnung. Jesus, das, keine Ahnung. Also die wissen immer noch nicht, wer er ist, und der stellt sich in aller Ehre und Ehrfurcht, er stellt sich da dumm und sagt, naja, erzählt mal, das ist pädagogisch hier, was er macht. Also, red mal, gib mal her. Und dann kommt's rüber, schaut mal, was sie sagen. Sie aber sprachen zu ihm, das von Jesus, nicht schlecht, gell? Von Jesus, um ihn geht's. Dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig im Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Was haben Sie für ein Verständnis über Jesus? Wer war er? Ein Prophet. Gut? Nein. Nicht gut. Nach all dem, was denken Sie über ihn? Er ist ein Mensch. Ein Prophet, ein Mensch. Zwar mächtig im Werk, im Wort von Gott, aber er war ein Prophet. Warum denken Sie, er ist ein Prophet? Weil Sie noch nichts wissen, beziehungsweise nicht glauben konnten, dass er auferstanden ist. Das heißt, Sie denken, er ist tot. Und er ist ein Mensch, er ist tot. Er war ein Prophet, war ein toller, begnadeter, begabter, befähigt, aber er war ein Mensch. Das, was Sie momentan von ihm denken, er ist ein Prophet gewesen. Sehr traurig, oder? Gehen wir weiter. Und wie ihn die Hohepriester und unsere Obersten zum Todesurteil überlieferten und ihn kreuzigten. Darum geht's, sagen wir, haben ihn getötet. Und jetzt, wo ist ihre ganze Enttäuschung? Warum die ganze Traurigkeit? Wo ist das Unverständnis? Schaut mal, Vers 21, wichtig. Wir aber, dieses Wir ist betont. Wir, es ist so wirklich verstärkt. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle. Wir sind enttäuscht. Warum? Wir hofften, er wird uns erlösen. Das heißt, was glaubten Sie? Er hat sie nicht erlöst. Unsere Hoffnung ist dahin, der ist tot. Und wir haben gedacht, er erlöst uns. Wir wissen ja zum Glück ein bisschen mehr, gell? Hat er die Erlösung geschaffen? Warum? Aber hoffen Sie noch auf eine Erlösung? Warum sind Sie enttäuscht? Weil sie eine andere Lösung vor Augen hatten. Versteht ihr? Sie waren total enttäuscht, weil das, was sie gedacht haben, was Jesus tun wird, nicht passiert ist. Sie haben eine Erlösung erwartet, aber sie ist nicht eingetroffen. Und sie waren enttäuscht. Wieso? Weil ihre Theologie oder ihr Verständnis der Erlösung so anders war. Über was für eine Erlösung haben sie gedacht? Die nationale, politische, geografische,
Sie dachten, die Römer würden vertrieben werden. Sie dachten, Israel wird aufgerichtet werden. Sie dachten, David wird sich auf den Thron setzen, der Messias. Und sie dachten, er wird die Herrschaft ausbreiten. Und es würde die Herrlichkeit eingeläutet. Und die Toten würden auferstehen. Und alle Nationen würden nach Israel strömen und in dem Segen Israels baden und genießen. Und die Feinde würden der ganzen Welt zertreten werden. Und sie würden mit Jesus, mit dem Messias zu Rechten und Linken herrschen und verwalten. Und darum haben sie gesagt, oh, bitte, bitte, lass uns die Chefs werden. Weil können wir, das ist nicht wenig, was wir können viel profitieren. Wir sind dann die in der ersten Reihe. Wir haben die größten, besten Jobs. Wir haben Einfluss in diesem Reich, weil wir sind ja seine Rechte und Linke. Unglaublich, oder? Sie dachten nicht an die Erlösung der Sünde. Sie dachten nicht an den Feind, den Teufel. Sie dachten nicht an das verheißene Land im Himmel. Ihr Verständnis und ihre Theologie war irdisch. Die Erfüllung aller Prophetien war irdisch. Die Verheißungen, die sie als Verheißung sahen, waren irdisch. Und ganz ehrlich, wisst ihr, wie viele Christen genau das heute genauso glauben? Alles, was sich erfüllen muss, buchstäblich irdisch erfüllen. Ich habe große Sorge, dass genau das Gleiche passiert wie damals. Sie sind traurig und sie sehen das Wirken, die Vollmacht, die Kraft des Evangeliums nicht, weil sie ein anderes Verständnis davon haben. Sie haben ein Verständnis. Sie haben eine Theologie. Nur entspricht sie nicht dem, was Gott eigentlich durch den Mose und die Propheten verheißen hat. Das ist schon schockierend, echt schockierend. Also, sie haben auf eine Erlösung gehofft, die sie nicht gesehen haben, die sich in ihren Augen nicht erfüllt hat, aber die Erlösung hat stattgefunden. Die größte Befreiungsaktion der Menschen hat stattgefunden. Der größte Feind wurde besiegt. Die Gefängnisse wurden wirklich aufgetan. Und Blinde sahen und Lahme gingen. Und es wurde ausgerufen, ein angenehmes Jahr des Herrn, ein Jubeljahr. Ein Jahr der Rettung. Nun sahen sie das alles nicht, weil es in ihrem Verständnis, das sich ganz anders abspielen sollte. Spürt ihr, worauf ich hinaus möchte? Wir lesen weiter. Vers 21, jetzt kommt zweiter Satz in dem. Doch auch bei all dem ist es heute der dritte Tag, seitdem es geschehen ist. 3 Tage ist schon rum. Spätestens jetzt müssen sie ja 3 Tage, sie sprechen es aus, gell? Oh, das kommt mir bekannt. Hat nicht jemand über 3 Tage was geredet? Hat nicht Christus gesagt, nach 3 Tagen wird er auferstehen? Versteht ihr? Jesus gibt nie Gelingen. Ja, wie lange ist es her? Ja, 3 Tage. 3 Tage, Mano. Das ist schon echt. Aber gut, wie der Herr das macht, gell? Sag, wie lang? 3 Tage und? Sagt mir nichts. Unglaublich. Jetzt wird's noch besser. Aber auch einige Frauen von uns haben uns auch aus der Fassung gebracht, die am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind. Und als sie seinen Leib nicht fanden, kamen und sagten, dass sie auch eine Erscheinung von Engeln gesehen hatten, die sagten, er lebe. Da kamen Frauen, die haben uns total durcheinander gebracht. Aus der Fassung. Das ist doch unglaublich. Die sagen, da kamen echt so Frauen und sagen, jetzt auferstanden nach 3 Tagen. Kannst du das dir vorstellen? Die denken sich was. Versteht ihr? Jesus lässt sie reden und lässt all das ihnen sagen, was er ihnen verheißen hat. Und eigentlich müssten sie doch spätestens sagen, oh, oh, ach so. Das ist der Chef. Nee, Jesus läuft neben ihnen. Keine Ahnung. Weiter. Vers 25. Und er sprach zu ihnen. Jetzt redet er. Okay, habt ihr euch ausgekotzt? Ja, jetzt bin ich dran.
So, ist das, was ihr fühlt? Ja, weil ihr denkt, ja. Darf ich was sagen? Okay, also pass auf. Ihr Unverständigen. Ihr Unverständigen und im Herzen zu träge, an alles zu glauben, was in den Propheten, die Propheten geredet haben. Ich habe euch Johannes vorgelesen, ich habe euch Matthäus vorgelesen. Der Vorwurf ist wie das Gleiche. Ihr versteht ihr immer noch nicht? Wieso seid ihr so träge im Herzen? Wieso seid ihr so faul, kann man übersetzen, an das zu glauben, was die Propheten geredet haben? Andersrum, wieso glaubt ihr nicht der Schrift? Wie? Der Grund, warum ihr nicht versteht, was gerade passiert ist, weil ihr der Schrift nicht glaubt. Natürlich glauben wir der Schrift, versteht ihr? Die würden niemals bestreiten, sie glauben nicht der Bibel. Und ihr sagt, nein, tut ihr nicht. Denn wenn ihr geglaubt hättet, dann würdet ihr euch nicht darüber aufregen, dann wäre das Gerede der Frau kein Geschwätz. Ihr würdet es verstehen, 3 Tage ist klar. Wie lange war Jona im Bauch des Fisches? Oh, was haben die Propheten geredet? Ja, der arme Jona war halt 3 Tage im Bauch des Fisches und zum Glück nach 3 Tagen wurde er rausgekotzt, damit Nineveh die Botschaft bekommt. Wisst ihr, dass Jesus sich auf keinen anderen Propheten so oft berufen hat wie auf Jona? Warum wird Jona aus dem Schiff rausgeworfen? Einer, damit das ganze Schiff gerettet wird. Einer stirbt für, oder wird dahingegeben für alle. Drei Tage, warum glaubt ihr nicht den Propheten? Warum habt ihr nicht, ja, weil in Jona niemals doch um den Messias geht. Was hat der Fisch und mit in Jona, was hat's mit dem Messias zu tun, mit dem, was heute passiert? Hallo? Viel. Sehr entscheidend, wenn du Jona nicht verstehst, verstehst du nicht, was heute passiert. Dann sagt er, musste nicht der Christus dies leiden? Musste er? Er musste, es ist kein, er sollte oder würde vielleicht, sondern er musste, das ist der göttliche Wille. Musste nicht der Christus leiden und in die Herrlichkeit hineingehen? Und jetzt schaut mal, und von Mose und von allen Propheten anfangend, ich erinnert euch, wie viele Kilometer waren es? 11. Sagen wir mal 2,5 Stunden. Da kann man nur anfangen bei Mose und Propheten. Man kann da nicht alles erklären. Aber anfangend, er begann, sagt, okay, dann machen wir mal jetzt Folgendes. Erinnern wir uns nochmal, was steht in 1. Mose? Und er fing an, mit ihnen nochmal die Bibel durchzugehen und sagt, dann lesen wir sie nochmal. Die waren gut darin, sie mussten jetzt nicht die Rolle aufrollen, sondern sie konnten das abrufen. Und erinnert euch, wisst ihr, was war das mit Adam? Wie war das mit Adam? Wie war das? Und dann geht er die Schrift durch, er geht Mose durch, er geht die Propheten durch und sagt, guck mal, da. Und zeigt ihm, was ist seine Auferstehung, was sein Leiden, wo die Herrlichkeit ist und das Evangelium. Und er beginnt ihnen das zu erklären und glaubt mir, sie sind da gelaufen. Und nie waren die 11 Kilometer so kurz wie da. Sie sind gerade losgegangen und die waren schon an der Tür. Und dann, schaut mal Vers 28, ich lese noch 27, und von Mose und von den allen Propheten anfangen, erklärte er ihnen in allen Schriften, was ihn betraf, das ihn Betreffende. Das heißt, er fing an, von Mose über die Propheten in allen Schriften ihnen zu zeigen, wie man sie lesen soll. Diejenigen, die von klein auf eigentlich die Schriften kannten. Und dann passiert Vers 28. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie gingen. Und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Das ist herrlich. Voll gut. Wie gesagt, die 2,5 Stunden waren so rum. Sie lauschten. Bei mir im Wohnzimmer hängt ein Bild, habe ich von meinem Vater, wollte schon sagen, geklaut. Hängt in seinem Büro, die Emmaus-Geschichte. Da laufen die 2 Jünger und Jesus in der Mitte und die kleben ihm so an den Lippen. So sieht man das. Ein französischer Maler gemalt. Die Landschaft sieht alles anderes als Israel aus, aber egal. So wie in Frankreich das Israel aussieht. Aber so ein schönes Bild. Und mir geht es um die Botschaft, wie die Jünger dann so an ihm kleben. Ich habe es aufgehängt, sagt Papa,
dein Büro muss dieses Bild entbehren. Das mitgenommen. Habe ich bei mir hingehängt, weil ich dieses Ereignis so wichtig und so herrlich finde. Und wirklich, sie kleben so an ihm. Die Zeit ist ruckzuck vorbei. Sie haben noch nie so die Auslegung des Wortes gehört. Noch nie hat man jemand ihnen so erklärt, was Mose bedeutete, was die Propheten sagen. Und dann stehen sie an der Tür. Und dann sagt Jesus, schon spät, ich muss los. Ich muss weiter. Warum macht er das? Warum? Wieder pädagogisch, sehr wertvoll. Er will gucken, ob sie interessiert oder nicht. Er will gucken, ob das sie jetzt gepackt hat oder nicht. Er will schauen, wollen sie mehr hören oder nicht. Und er sagt, okay, ich gehe. Und jetzt wartet er, was sie machen. So, ich gehe, macht's gut. Und sie nötigten ihn und sagen, bleibe bei uns. Ich sage, alles klar, bis nächstes Mal, vielleicht sieht man sich. War interessant. War eine schöne Predigt. Nach Hause. Oh, Frau, was hast du gekocht? Kindern einen guten Nachtkuss. Und das war's schon. Interessiert nicht mehr. War interessant, war schön, aber mehr ist es nicht. Nein, sie sagt, das müssen wir hören. Das ist doch noch nicht fertig. Und dann die nötigen ihn, die flehen an und sagen, bitte, bitte, denn es ist gegen Abend und der Tag hat sich schon geneigt. Also lohnt sich doch nicht, schon dunkel. Komm, bleib doch da, sie überreden ihn förmlich. Bleib, warum? Bitte erzähl uns mehr. Bitte sag, sowas haben wir noch nie gehört. Und dann heißt es, und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, nahm er das Brot und segnete es, und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Erinnert euch das an was? Das letzte Abendmahl. Jetzt hält er mit ihnen wieder so, nicht das Abendmahl, aber legt ihn wieder, er bricht mit ihnen das Brot. Das heißt, wisst ihr, was hier gezeigt wird? Er hat mit ihnen Gemeinschaft. Er nimmt sich ihnen an, und er hat mit ihnen Gemeinschaft. Deswegen liebe ich solche Gemeinschaften mit Brot. Ja? Denn das Evangelium geht auch durch den Magen. Und dann, das passiert hier und dann heißt es, ihre Augen aber wurden aufgetan und sie erkannten ihn. Jetzt passiert was. Vorher heißt es, und die Augen wurden gehalten. Und hier werden sie aufgetan. Wann werden sie aufgetan? Wann erleben sie Gemeinschaft mit diesem Jesus, dass sie ihn erkennen, an seinem Leib, an seinem Brot teilhaben? Nachdem er ihnen die Schrift erklärt hat. Daher kommt die Erkenntnis, da kommt das Verständnis und da kommt auch die Gemeinschaft. Nicht vorher, da kommt's. Denn jetzt wissen sie, wer er ist. Jetzt haben sie es gehört. Und jetzt sagt er, wisst ihr was? Das bin ich. Könnt ihr euch vorstellen, wie es dann in ihnen da abging? Was es mit ihrem Herzen gemacht hat? Da sagten sie nicht, schon spät geworden, bin ich voll müde. Heute ging so lang dieser Tag und so viele Einheiten. Bin schon froh, wenn es mal auch aus ist. Aber morgen oder so in einer Woche vielleicht gehen wir wieder nach Jerusalem und dann erzählen wir auch ein bisschen weiter. Nein. Und er wurde vor ihnen unsichtbar. Er war so schnell, wie er da war, war er wieder weg. Und sie sprachen zueinander. Brannte nicht unser Herr in unser Herz in uns, wie er uns auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete. Jetzt ist Jesus weg und dann sagen sie, guck mal, als er uns in dieser Weise die Bibel öffnete, die Schrift öffnete, was hat das mit unserem Herzen gemacht? Das brannte doch. Das war doch nicht langweilig, das war nicht, ja Jesus, wir kennen das mit dem David schon. Von Kind auf kennen wir Josua. Josef ist auch uns bekannt. Mose ist klar. Was hast du uns Neues zu erzählen? Nein, für sie war das so neu, dass das Herz völlig brannte. Ich möchte auf etwas euch hinweisen, was gleich auch nochmal kommt. Der Punkt ist an dieser Stelle, als er uns die Schriften öffnete. Wisst ihr, was das bedeutet? Dass die Schrift geöffnet werden muss. Andersrum gesagt, die Schrift ist versiegelt. Die Schrift ist verschlossen. Denn das ist ein Geheimnis.
ein Geheimnis des Christus. Und ein Geheimnis muss man offenbaren. Ein Geheimnis muss man öffnen. Es ist wie eine Schatztruhe, die voller Schätze, aller Schätze der Weisheit und der Erkenntnis Gottes in ihm verborgen sind. In dem Christus. Und es braucht einen Schlüssel, um diesen Schatz aufzutun. Und wisst ihr, was dieser Schlüssel ist? Jesus. Und den brauchen wir. Seine Art, die Bibel auszulegen. Er ist der Mittelpunkt aller Offenbarung Gottes. Er ist das Zentrum allen Reden Gottes. Es geht in allem um ihn. Und wenn wir diesen Schlüssel nehmen und in diesen Schatz hineinstecken und aufschließen, dann beginnt es zu uns zu reden und wir werden die Kostbarkeiten entdecken. Wisst ihr, was Jesus sagt in Matthäus 13, glaube ich? Ein Jünger des Reiches Gottes ist wie ein Verwalter, der aus dem Schatz Altes und Neues hervorbringt. Versteht ihr jetzt, warum Jesus das sagt? Er nimmt zwar alte Geschichten raus aus dem Schatz, aber sie werden neu, weil man sie so noch nie gehört hat, weil man sie noch nie in den Zusammenhang mit dem Evangelium gebracht hat, noch nie erkannt hat und gesehen hat, dass das was mit Christus zu tun hat. Man sagt, das ist die Aufgabe der Lehrer und der Verwalter des Reiches Gottes. Unsere Aufgabe ist, nicht zu sagen, das Alte Testament gilt uns nicht. Und das war's. Dann schneiden wir es ab. Und wir haben ja zum Glück das Neue. Man ist schon froh, wenn man dann Johannes-Evangelium hat. Manche, okay, Psalmen noch dazu. Das höchste der Gefühle. Den größten Teil der Bibel, schaut mal. Ja, gilt uns nicht. Ist halt für die Juden nicht das Gesetz. Robin hat heute vorgelesen. Römer 3,21. Denn jetzt ist ohne Gesetz. Richtig? Gottes Gerechtigkeit offenbart, bezeugt durchs Gesetz und die Propheten. Das heißt, gerecht vor Gott werden wir nicht durchs Gesetz. Aber wo lesen wir, wie wir vor Gott gerecht werden? Allein aus Glauben, nicht aus Werken, durch Jesus Christus. In dem Gesetz und in den Propheten. Das heißt, die Funktion des Alten Testaments ist, dir und mir Jesus vor Augen zu malen. Dir die Gerechtigkeit aus Gnade, aus Glauben zu zeigen. Liebe Geschwister, ist es möglich, aus Werken gerechtfertigt zu werden? Ich hoffe, dass den meisten von uns das absolut klar ist. Glaubt ihr, es gab mal eine Zeit, dann ging's. Glaubt ihr, es wird eine Zeit geben, da wird es wieder möglich werden? Unmöglich, gell? Glaubt ihr, dass Gott in der Zeit, dieser Zeit, all die Menschen aber gesagt hat, aber gerechtfertigt könnt ihr nur aus Werken. Wie viele konnten da gerettet werden? Wer? Keiner. Ja, voll fies, gell? Aber Gott sei Dank leben wir in Zeit des Neuen Testaments, weil wir sind ja jetzt unter der Gnade und wir glauben, gell? Was hat Gott über Abraham gesagt? Oh, ja, aber da wurde ja einer gerecht gesprochen. Das ist ja wohl im Alten Testament, gell? Übrigens steht in Mose, das ist der Buch Mose, im Gesetz. Oh, Backe. Kennt ihr den Abschnitt, als Jesus angegriffen wird, dass er den Sabbat bricht? Die Schriftgelehrten sagen, du brichst den Sabbat, deine Jünger, die machen Müslis, weil sie dann die Ehren raufen und ja, so, machen gesunde Nahrung. Entschuldigung, ja. Ich muss euch ein bisschen heute Nachmittag am Leben halten. Und dann sagen sie, oh, du brichst den Sabbat. Und dann argumentiert er und sagt, okay, ihr sagt, ich breche den Sabbat. Ich breche das Gesetz. Ja, du brichst das Gesetz. Dann sagt er, okay, ihr liebt doch euren David. Ja, wir lieben unseren David-König. Was hat er gemacht? Als er Hunger hatte und seine Mitstreiter, was haben sie gemacht? Die sind doch in den Tempel oder in die Stiftshütte und haben Schaubrote genommen. Durften sie nehmen? Das nicht. Nee, sagt er, wer soll hier, das sind heilige Schaubrote, die müssen sterben. Warum, sagt er, hat er sie, und als er sie genommen hat, Ja, ist er gestorben? Nee. Ja, warum denn nicht? Quietsch, quietsch, quietsch. Weil er so wollte, gell? Hat einfach zwei Augen zugedrückt und gedacht, okay, bei David, kein Problem. Der darf's machen. Ist doch ein Mann nach meinem Herzen. Wieso durfte David das tun und ist nicht gestorben? Es gibt nur eine Möglichkeit. Sehr simpel. Entweder ist David unter dem Gesetz,
da wäre er gestorben. Oder er ist nicht unter dem Gesetz. Aber unter der Gnade. Unter der Gnade. Denn wisst ihr, was David wusste? Dass Gott mit seinem Eid geschworen hat, dass er einer seiner Nachkommen auf seinen Thron setzen wird. Wisst ihr, was David wusste? Dass man aus Gnade gerechtfertigt, nicht aus Werken. Lies mal Psalm 51, dein Bußpsalm. Gott, ich würde dir opfern, wenn du wolltest, aber du willst ja gar keine Opfer. Oh, der wusste eine Menge. Du willst ein zerbrochenes Herz, du willst Buße. Keine Schlachtopfer. David kannte Christus. Ich werde es euch heute zeigen. David war unter der Gnade, niemals unter dem Gesetz, sonst wäre er gestorben, als er das getan hat. Als er mit Bathsheba mit Ehebruch betrieben hat. Was ist nach dem Gesetz? Er ist gesteinigt worden. Warum nicht? Weil er nicht unter dem Gesetz ist. Das Gesetz führt uns zu unserer Verdorbenheit, zu unserer Sündhaftigkeit, zu unserer Schuldfähigkeit, zum Erkenntnis, dass wir Sünder sind. Und es treibt uns zu dem Thron der Gnade. Und diesen Thron der Gnade konnten die Gläubigen des Alten Testaments genauso bestürmen wie die Gläubigen des Neuen Testaments. Warum? Weil Gott es ihnen vorausverkündigt hat. Es wird ein Erlöser kommen. Und sie glaubten auf ihn. Und das wurde ihnen zur Gerechtigkeit gerechnet. Wart ihr am Kreuz dabei? So alt seht ihr nicht aus. Wir glauben aber, obwohl wir auch nicht dabei waren, dass es passiert ist. Woher? Ja, weil es da genau, das Ding auch steht. Sie glaubten, weil es steht, er wird kommen. Wir glauben, weil es steht, er ist gekommen. Wir glauben beides. Und darum werden wir auch beide gerettet aus Glauben. Warum? Weil es steht. Aber wenn ich nicht sehe, dass es steht, wie soll ich dann gerettet werden? Durch Werke. Geht gar nicht. Durch Glauben. Absolut. Ihr versteht, was ich meine? So, jetzt, es braucht einen Schlüssel. Die Schrift muss geöffnet werden und wir müssen da, und da das Evangelium von Christus. In allen Seiten der Bibel, ich behaupte, im Alten Testament steht nicht nur da ein bisschen was von Christus. Und hier, manche sind so stolz zu sagen, über 300 Verheißungen auf Christus und rühmen sich dieser Tatsache. Und ich sage, das ist ein bisschen wenig. Weißt du, wie viel Verheißung gibt's? Und nur 300 gelten auf Christus, hallo? Alles. Denn in ihm ist das Ja und in ihm ist das Amen. In ihm werden erfüllt alle Verheißungen. Kennt ihr das? 2. Korinther? Und er ist das Alpha und das Omega. So ist's. So, jetzt noch ganz kurz, dann Pause und dann geht's weiter. Ja, wenn die Pause jetzt zu kurz kommt, dann geht's euch wie Emmersinger. Dann waren es gerade 11 Kilometer. Guckt mal mit mir, wie es weitergeht. Vers 33. Und sie standen zu gleicher Stunde auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Wann standen sie auf? Nachdem sie ausgeschlafen sind. Nachdem sie sich erholt haben. Gestärkt haben. So einen Tag zu Hause bei der Familie verbracht haben, ihre Angelegenheit geregelt haben, ihre Ausbildung fertiggestellt haben, ihr Hab und Gut, ihr Garten gemäht. Nein, sofort. Und wisst ihr warum? Weil das Herz so voll war. Die konnten nicht anders, die konnten nicht schlafen. Sie waren so aufgewühlt, sie waren so voller Dankbarkeit. So voller Erkenntnis, so volles Verständnis. Die haben noch nie die Bibel so gelesen. Die Erkenntnis und die Wahrheit über Christus haben sie noch nie so gesehen. Und wohin? Ja, wohin? Ja, die müssen es sagen. Freunde, wenn unser Herz nicht brennt, haben wir nichts zu sagen. Wenn wir nicht selbst brennen, wie wollen wir andere anstecken? Und wir müssen dann immer sagen, Freunde, wir müssen evangelisieren, wir müssen missionieren. Ja, ihr habt schon recht, weil man ja weiß, dass man ja das muss. Und dann fühlt man sich so gezwungen, gell? Und man will es ja tun für den Herrn, aber so richtig Spaß machen es ja nicht so. Ich weiß, dass nicht alle Evangelisten sind. Ich weiß es. Ich weiß nicht, dass alle Missionare sind. Und ich weiß, dass Gott gegeben hat nach der Gabe, wie es gegeben ist. Und ich sage nicht, jeder muss auf die Straße. Genau nicht jeder auf die Kanzel muss. Nicht alle haben die gleiche Gabe, ist mir absolut klar.
Aber wir haben alle den Auftrag, Rechenschaft zu geben von dem Glauben, der in uns ist, von der Hoffnung. Aber wenn ich doch keine Hoffnung habe, von was soll ich Zeugnis geben? Wenn es mich doch selbst nicht begeistert, von was soll ich reden? Ich bin mir davon überzeugt. So, weil mein Mund voller Spucke ist und ich rede, kommt's raus. Ich kann es nicht für mich behalten. Was mein Herz voll ist, geht der Mund über. Und wenn ich in meinem Herzen nur Dinge dieser Welt im Sinn habe, wenn in meinem Herzen nur ich im Zentrum stehe, dann werdet ihr auch immer werdet ihr mich von mir reden hören. Meine Sorgen, meine Probleme, mein Auto, mein Haus, meine Kinder, ich, meine Krankheit, mein Rücken, mein Schlüssel, den ich verloren habe. So, das werdet ihr hören. Aber wenn das Herz von Christus voll ist, weil wir ihn geschaut haben, weil wir ihn in einer Weise gesehen haben, wie wir sie vorher nicht gesehen haben, dann wird der Mund aufgehen und dann wird man hören, die Herrlichkeit Christi, die Gnade Christi, das Werk Christi, die Person Christi. Und wir sagen, weißt du, ich muss es dir sagen, ich kann es nicht behalten. Das passiert hier. Sie stehen auf, nachts ist es dunkel und sie gehen los. Und wisst ihr was? Ich glaube, sie haben nicht mal eine Taschenlampe gebraucht. Weil sie leuchteten von innen aus. Ich sag gerne, die waren so kleine Kernkraftwerke. Sie strahlten förmlich sie liefen nach Jerusalem. Sie mussten sofort zurück. Und sie fingen an, sie fanden die Elf und die mit ihnen waren, versammelt. Die sagten, der Herr ist wirklich auferweckt worden. Jetzt, sie sehen's. Warum? Jetzt haben sie in der Schrift das gesehen. Und die hatten die Gemeinschaft mit dem Herrn. Sie wurden von ihm unterwiesen. Und sie haben das erlebt. Und sie bezeugen, er ist lebendig. Und was sagen die 12 oder die 11? Macht Sinn. Die sagen, nee. Schaut mal. Vers 36. Während sie aber dies redeten, stand er selbst in ihrer Mitte. Und spricht zu ihnen, Friede euch. Sie aber erschraken und wurden mit voll Furcht erfüllt und meinten, sie sehen einen Geist. Sie sagen nicht, oh Jesus, stimmt, jetzt Frauen haben es gesagt, jetzt haben die zwei Handels uns auch bezeugt und jetzt bist du da, oh, das stimmt. Nein, die denken, das ist ein Geist. Was fehlt ihnen? Der Glaube. Wie kommen sie zum Glauben? Was müssen Sie erleben noch, bevor das passiert? Wie erleben Sie sie? Was gebraucht der Heilige Geist? Die Kenntnis des Wortes. Er muss Ihnen ebenfalls die Schrift öffnen. Vers 40. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er Ihnen die Hände und die Füße, als Sie aber noch nicht glaubten. Also, er bringt Ihnen echt viele Beweise, gell? Fasst mal an, erinnert euch, da waren Nägel drin. Und? Guck mal, wie sieht's aus? Kommt euch das bekannt vor? Oh, schon lange her, 3 Tage. Brauche einen Telefonjoker. Ja, genau, einen Joker am besten. Dann sagt Vers 42, sie aber reichten ihm ein Stück gebratenes Fisch. Er will auch essen, er will beweisen, ich bin kein Geist. Und er nahm und aß ihn vor ihnen. Er sprach aber zu ihnen, jetzt Vers 44. Dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war. Also, schaut mal, ich habe euch doch das alles schon gesagt. Wenn ihr jetzt da sitzt und denkt, wann hat er es gesagt, dann fehlt uns ein bisschen Verständnis von den Evangelien. Weil genau das wird in den Evangelien gezeigt, bis hier, das ist der Höhepunkt. Was hat er ihnen alles gesagt? Ich habe euch alles gelehrt, damit ihr eigentlich an diesem Punkt nicht so dasteht wie begossene Pudel. Ich habe das doch euch alles gesagt, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht, im Gesetz Mose, in den Propheten und in den Psalmen. So, Freunde, seid doch nicht so ungläubig. Ich habe euch doch gesagt, es muss passieren, was geschrieben steht. Mose, Propheten und Psalmen. Das ist der hebräische Kanon, die Einteilung des Alten Testaments. Ihr wisst, warum Psalmen? Wenn Psalmen heißt nicht nur in den Psalmen, sondern es ist Weisheitsliteratur. Und Psalmen stehen als Überschrift für diesen Teil der Bibel.
Zur Weisheitsliteratur gehören welche Bücher? Hiob, Sprüche, Prediger, Hohelied. Daniel ist Weisheitsliteratur, nicht Prophet. Chronik ist Weisheitsliteratur, nicht Prophet. Esther Ruth. So. Das heißt, von wie viel wissen wir, dass da was von Christus die Rede ist? Nehmen wir mal jetzt Psalmen. Könnten wir ein paar zusammenkriegen, gell? Ich hasse Zeit. Ich sag euch, das ist ein Grund, warum ich mich auf die Ewigkeit freue. Echt. Herr Jesus betrachten, ohne Pausen machen zu müssen. Wir machen Pause, weil das ist jetzt Zeit. Und dann gucken wir uns das weiter an. Wo steht was in den Psalmen? Wo steht was in den Propheten? Wo steht was in Mose? Okay? Lasst uns noch ein bisschen weitergehen. Was möchte ich noch machen? Ich möchte kurz diesen Abschnitt noch kurz zu Ende machen. Es fehlen noch ein, zwei Verse, die wir kurz noch anschauen wollen. Dann will ich das mit ein, zwei anderen Bibelstellen nochmal euch vor Augen führen. Bekannte Stellen hoffentlich, aber in dieses Licht stellen, mit diesem Anliegen nochmal euch groß machen. Ich hoffe, dass ihr dann den Zusammenhang seht. Und dann würde ich ein beispielhaft mal etwas aus Mose euch zeigen. Beispielhaft etwas in den Propheten. Ich hoffe, ich komme bis dahin. Und beispielhaft würde ich gern was aus den Weisheitsliteratur und vielleicht etwas, was nicht schon offensichtlich ist, wo ich sage, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Psalm 22 ist sehr offensichtlich, dass da Gott von Christus spricht. Sondern vielleicht etwas, wo man denkt, ja, ich sag mal, schön, dass man ruht. Ist ja ein Schlager bei allen Frauenhauskreisen. Meine Frau, als wir unterwegs sind, und unterwegs waren Bibelschule, Studium, Pastorendienst umgezogen. Und wenn sie dann eingeladen wurde zu den Hauskreisen aus der Gemeinde, dann kam sie wieder zurück und sagt, Willi, was sie gerade machen? Ruht. Immer wieder Ruht. Und dann lernt sie wieder aufs Neue, wie sie gute Schwiegertochter sein soll. Durch das Buch Ruht, ja. Und mittlerweile hat sie auch ein bisschen von mir was gelernt. Und sie weiß, da geht's halt, ist ein bisschen mehr wie seine gute Schwiegertochter. Das ist nicht Buch Ruht. So. Da geht es genauso um Christus. Und das sind also Stellen, die es macht spannend, die Bibel neu dazu entdecken. Und ich glaube, dass das passierte, als Jesus mit den Emmaus-Jüngern aus dem weiteren Kreis, dann mit dem engeren Kreis, die 11 Apostel nahm und ihnen es öffnete und darlegte. Er öffnete ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verständen. Schaut mal mit mir nochmal Kapitel 24 ab Vers 45. Das sind wirklich gravierende und wichtige Stellen. Also er erinnert sie nochmal und sagt, ich habe doch euch all das schon erklärt. Ich habe doch euch die Schriften erklärt. Ich habe euch doch gesagt, was alles über mich in der ganzen Schrift steht. Ich habe doch das euch gesagt. Und dann macht das noch einmal. Vers 45. Dann öffnet er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verständen. Herrlich. Jetzt, wo es passiert ist, jetzt, wo er auferstanden ist, jetzt geht er nochmal hin und sagt, und jetzt sage ich es euch. Und jetzt beginnt er, sie ihnen die Schriften zu öffnen und erklärt ihnen, er zeigt ihnen die Bedeutung. Ich muss ehrlich sagen, sowohl bei den Emmaus-Jüngern wie bei denen hier, ich wäre so gern dabei. Ich hab mir vorgestellt, so einen Hühnerfuß am Fuße, irgendeine Jünger werden mir schon reichen. Hauptsache dabei. Irgendwo Krümel in der Tasche, Hauptsache dabei, zu hören, wie Jesus die Schriften öffnet. Und dann fing ich an, die Bibel zu lesen und dann hörte ich denen zu, denen Jesus das erklärte. Ich hörte den Johannes zu, der dabei war, als Jesus ihnen die Schrift öffnete. Ich hörte den Petrus zu, als er dabei war, als Jesus ihnen die Schrift öffnete. Ich hörte den Apostel zu, weil das sind die Briefe. Wenn ich verstehen will, wie wir das Alte Testament zu lesen haben, muss ich zu denen zuhören, denen Jesus erklärte, wie man es zu verstehen hat. Und dann fing ich an zu suchen. Und so, was sagen sie? Wie schreiben sie es? Wie erklären sie es? Und das waren meine Lehrer, oder sind nach wie vor meine Lehrer.
des Alten Testaments. Wusstet ihr das? Allein im Römerbrief, in dem systematischen Römerbrief, über 60 direkt, 60 Direktzitate aus dem Neuen Testament, aus dem Alten Testament sind. Im Römerbrief Direktzitate, 60. Das heißt, der Römerbrief ist eine Auslegung des Alten Testaments. Eine systematische Auslegung des Alten Testaments. Paulus, und da ist noch niemand die Rede von indirekten Zitaten. Anspielungen. Thematischen Vergleichen. Das ist voll davon. Andersrum gesagt, schwer Römerbrief zu verstehen, ohne das Alte Testament zu berücksichtigen. Das, was Robin heute Morgen gelesen hat, das uns zu Buße führen sollte. Da ist keiner, der gerecht ist, da ist keiner, der Gott ruft. Wisst ihr, wo das steht? Hat Paulus sich nicht ausgedacht. Das steht in den Psalmen, nicht nur einmal. In verschiedenen Psalmen steht das. Das heißt, bei Paulus verstehen, wie er das einbettet ins Evangelium, richtig? Wenn wir also das verstanden haben, gehe ich jetzt in die Psalmen und jetzt verstehe ich die Psalmen. Und was geht es da in den Psalmen? Es wird nicht anders sein, wie Paulus es gebraucht. Entschuldigung für die Abschweifung. Also, Vers 45, dann öffnet ihn das Verständnis, damit die Schriften verständen und sprach zu ihnen. Guck mal. So steht geschrieben, und so musste der Christus leiden, am dritten Tag auferstehen aus den Toten und in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden. Alle Nationen, anfangen von Jerusalem, ihr seid Zeugen hiervon. So, was steht im Alten Testament geschrieben? Was steht in Mose? Was steht in Propheten? Und was steht in der Weisheitsliteratur und in den Psalmen? Was sagt Jesus? Was müssen wir finden, wenn wir das lesen? Erstens, Christus muss leiden. Okay, das müssen wir finden. Was noch? Er muss auferstehen, steht auch drin. Was noch? Buße gepredigt werden. Aber wem? Allen Völkern, nicht nur den Juden, auch den Heiden. Wo steht das? Auch im Alten Testament. Das ist nicht ein Neues Testament. Es ist nicht erst auf Apostelgeschichte. Was noch? Anfangen von? Jerusalem. Das ist der Beginn. Das ist nicht das Ende. Das ist Beginn. So, das, allein das ist schon eine Menge. Jetzt müssen wir hingehen und sagen, wo finde ich das alles, gell? Wo finde ich das bei Mose? Wo finde ich das bei den Propheten? Wo finde ich das bei den Psalmen? Und das wäre schon echt ein Mordsstudium. Das wäre eine gute Zeit. Da braucht man jetzt kein Griechisch und Hebräisch können. Da muss man jetzt nicht eine große exegetische Leistung bringen. Einfach lesen, 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 lesen. Und man wird einiges entdecken. Kann ich euch nur empfehlen. Und dann Vers 48. Ihr seid Zeugen hiervon. Ihr seid Zeugen hiervon. Darf ich euch nochmal fragen, von was Zeugen? Von was sind sie Zeugen? Dass Jesus lebt. Ja. Ja. Die Schrift hat es so gesagt. So. Nicht nur. Wir zeugen, Jesus sind auferstanden, dass er gelitten hat für unsere Sünden, gestorben für unsere Sünden und dass das alles schon in der Schrift steht. Wir bezeugen Christus von der Schrift, damit man glaubt, wie die Schrift es sagt, uns damit Ströme des lebendigen Wassers fließen können. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt. So, das ist, was die Schrift sagt. Jesus erklärt ihnen, was mussten die Jünger Zeugnis geben, wie mussten die Jünger Zeugnis geben von der Schrift, damit Ströme des lebendigen Wassers fließen. Nicht jetzt, aber schaut euch mal die erste Predigt, die Petrus hält, Apostelgeschichte. Die erste Petrus, das ist eine Auslegung des Alten Testaments. Er zitiert Joel, er zitiert Psalmen. Er zitiert David. Er bringt alles vom Alten Testament. Und wisst ihr, was unmittelbar danach passiert? Er redet, und während er redet, da drang es ihnen durchs Herz. Und sie sagten, was sollen wir tun? Und ich sage, Buße und lasst euch taufen. Und es wurden an dem Tag wie viel zugetan?
3000, wir waren überfordert. Das war eine Menge, mit der können wir gar nicht rechnen. Könnt ihr hier, ganze Schule gleich hier. Dann wäre es los, gell? Petrus predigt, liest mal die Predigt. Nebenbei, keine spektakuläre Drei-Punkte-Predigt, die wir so kennen. Keine Unterhaltungspredigt, wo man sagt, das war schön heute, das war interessant. Amüsant. Eine gute Illustration. Gutes Beispiel. Nee, er bringt eine Auslegung des Alten Testaments. Und Menschen bekennen sich. Und das zeigt sich, wir könnten durch die Apostelgeschichte gehen und wir würden die Predigten uns anschauen, da tauchen die mehrere auf, von Petrus, dann von Paulus, und sie sind immer eine Auslegung des Alten Testaments. Immer. Und dazu stellt sich Gott. Dazu stellt sich Christus. Indem Christus von der Schrift verkündigt wird. Stellt sich und dann passiert was. Und für die einen, sagt Paulus, ich weiß, ist es eine Torheit. Für die anderen ein Ärgernis. Für die aber glauben, es ist Gottes Kraft. Das ist Gottes Kraft. Das ist lebendiges Wasser. Das ist Kraft. 1. Korinther 1, wenn ihr das nachlesen wollt. Für die einen, die wollen es nicht hören, die sagen, sowas Bescheuertes haben wir noch nie gehört. Die anderen sagen, wie, sowas Dummes haben wir noch nicht, so Messias sterben, Gott sterben, es geht gar nicht. Wir das glauben, für uns ist das das Schönste, was es gibt. Es ist das Klügste, was es gibt. Das ist das Interessanteste, was es gibt. Und das ist das Kraftbringendste, was es gibt. So, das ist die Ausgangssituation. Die Jünger, bevor sie Zeugen sein konnten, bevor sie von Jerusalem aus ausgehen und die Gemeinde bauen sollten, musste Jesus ihnen erstmal ausrichten und sagen, was sie bezeugen sollten und auf welche Grundlage sie dieses Zeugnis ablegen. Und dann kommt Folgendes. Jetzt kommt's. Sie wissen, sie müssen Jesus bezeugen. Die nehmen die Schrift und sagen, Jesus von der Schrift. Und wisst ihr, was kommt? Sagt Jesus, dann sende ich euch den Geist. Und in dieser Kombination wird etwas passieren. Sie bekehren keine Menschen. Sie machen niemand lebendig. Aber wer macht es? Der Geist. Was braucht der Geist? Zeugen, die Jesus von der Schrift verkündigen. Darf ich euch so sagen? Wollt ihr mit dem Wirken des Geistes rechnen? Voll gut, ja. Schön, dass ihr es wollt. Wir wollen das. Können wir den Geist kontrollieren? Der Geist weht, wo er will. So, wir können nicht sagen, jetzt weh Geist. Geht nicht. Manche behaupten, das zu können. Für mich sind das Scharlatane. So, das geht nicht. Aber was wir tun können, wir können die Rahmenbedingungen schaffen, dass der Geist wehen kann. Was ist das Anliegen des Heiligen Geistes? Christus zu verherrlichen. Christus zu verherrlichen. Wer hat die Bibel inspiriert und geschrieben? Der Geist? So, was glaubt ihr, wenn der Geist Christi und der Geist Gottes Christus verherrlichen will? Was glaubt ihr, was er in diesem Buch geschrieben hat? Das ist eine Hymne auf Jesus Christus. So wird Christus hat er darin verherrlicht. So, was, wenn wir wollen, dass der Geist uns hilft, was müssen wir tun? Wir brauchen das gleiche Anliegen wie er. Ich will es so sagen. Wenn wir wollen und sagen, Heiliger Geist, komm, hilf mir, ich will heute so gut ein Lied singen und so gut predigen und so gut beten und so gut ein Zeugnis geben, dass die Leute sagen, Mensch, der Wille hat es voll drauf. Ich weiß, dass wir das niemals so sagen würden. Aber alle so denken. Wir treffen uns mit Gebetsgemeinschaft vom Gottesdienst. Oh Herr, hilf, dass keine Panne passiert. Warum? Weil wir denken, die Ehre Jesu wird beraubt. Oder weil wir uns blöd vorkommen, wenn auf einmal der Lautsprecher nicht funktioniert. Weil die Gäste dann da sitzen und denken, was sind das für Chaoten? Nicht mal die Technik kriegen sie in den Griff. Versteht ihr, was ich meine? Wir machen uns oft mehr Sorgen, wie wir dastehen, wie, ob wir gut ankommen, ob sie zufrieden sind oder nicht, als um wir uns um die Ehre Gottes uns kümmern. Ich weiß, theoretisch wollen wir die Ehre Gottes. Praktisch aber leben wir etwas anderes. Der Punkt ist, und dann sagen wir aber, Herr, hilf uns. Und Jesus sagt, ich würde gern helfen. Aber der Punkt ist, ich kann dich nicht verherrlichen. Es gibt nur einen, der verherrlicht wird, du nicht. Der Geist sagt, ich würde gern helfen, aber mein Auftrag ist nicht, dich groß zu machen, Willi.
Christus groß zu machen. So, es gibt bei den Puritanern, habt ihr schon mal gehört von diesen großen Männern, die haben ja gewaltige Kanzeln gehabt. Und da muss man Treppen hochsteigen. Und da gab es eine berühmte Kanzel. Bevor der Prediger hochging, gab es ein Schild. An diesem Ort kann nur einer verherrlicht werden. Entscheide dich. So, du gehst gleich hoch und jetzt kannst du dir überlegen, willst du gut da rauskommen oder soll Christus da rauskommen? Du musst eine Entscheidung treffen. Wenn wir wollen, dass Christus groß gemacht wird und wenn wir wollen, dass der Geist sich zu unserem Dienst stellt, dann brauchen wir das gleiche Anliegen. Wenn mein Gebetsleben darauf sich beschränkt, dass Jesus mir hilft, mein Leben zu verwirklichen, dann, darf ich euch ehrlich sagen, dann braucht ihr nicht mit deiner Wirkung rechnen. Er wird euch nicht verherrlichen. Er wird Christus verherrlichen. Wenn ich aber sage, Jesus, ich will durch mein Leben dich verherrlichen, dann wird es tun. Ich verspreche es euch, warum? Weil die Schrift es verheißt. Aus dem werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Er wird uns Kraft geben, in Leiden und durch Leiden ein Zeugnis zu sein, Freude zu empfinden, Kraft zu haben, Geduld aufzubringen. Warum? Nicht, dass es uns besser geht, weil dadurch das Zeugnis groß gemacht wird. Weil wir davon Rechenschaft von unserem Glauben geben können. Wir sagen, warum? Warum? Warum hältst du noch durch? Warum erträgst du deinen Mann noch? Warum erträgst du deine Situation? Wieso zweifelst du nicht? Wieso haderst du nicht? Und du sagst, ich kann es ja sagen. Weil meine Hoffnung weit größer ist als dieses Haus, als dieser Mann, als dieses Auto, als meine Gesundheit, als mein Schlüssel, als mein Kreuz, als meine, was weiß ich. Ich habe eine andere Hoffnung. Wie? Ich krieg bald etwas Besseres. Wirklich? Ja, wie? Ich sage mittendrin. Aber wenn Sie unser Leben anschauen und denken, also besser ist nicht, also es ist nicht gut, ein Christ zu werden. Und wenn wir Ihnen noch das Gefühl geben, es ist eigentlich echt mühsam, ein Christ zu sein. Also wir haben das nicht, dann haben wir das nicht, dann. Und dann sagen, ja, warum passiert uns ja keine Ahnung, mir geht's halt immer schlecht. Warum nicht? Ja, ich weiß nicht, ich eigentlich voll unfair. Ja. Was hast du für einen Gott? Ja, eigentlich müsste er mich segnen, aber. Ich weiß nicht, was ich getan habe. Wo ist die Ehre? Wo ist die Ehre? Jesus bereitet die Jünger vor und dann sagt, ihr sollt meine Zeugen sein. Er sagt nicht, und ihr sollt Zeugen meiner Theologie sein. Er sagt nicht, ihr sollt Zeugen eurer Überzeugung sein. Er sagt nicht, ihr sollt Zeugen eurer Gemeinde sein. Er sagt nicht, ihr sollt Zeugen eurer Theologie sein. Er sagt nicht, ihr sollt Zeugen eurer Endzeitdenken sein. Ihr sollt nicht mal Zeugen eurer Schriftverständnis sein. Ihr sollt meine Zeugen sein. Von mir Zeugen. Und zwar von der Schrift. Und dafür heißt es, kommt die Kraft aus der Höhe. Und dann werden Dinge passieren. Und das passierten Dinge. Und wisst ihr, allein, dass wir heute hier sitzen, in München, gell? Ich muss kurz erinnern, München Ost. Allein, dass wir hier sitzen, haben wir dem zu verdanken, was dann passierte. Die Auswirkungen, dass sie damals Christus von der Schrift verkündigen, diese Auswirkungen haben wir zu verdanken, dass wir heute hier sitzen und die Bibel lesen. Hammer. Hammer. Ich möchte euch ein, zwei Sachen noch kurz zeigen. Folgendes. Geht mit mir in so, 2. Korinther. 2. Korinther 3. Warum braucht es diesen Schlüssel? Warum braucht es diesen Zugang? Zweiter Korinther 3. Ich fasse es mal kurz zusammen, was ab Vers 4 steht, aus Zeitgründen. Paulus sagt, dass was sie tun und was ihr Dienst nicht in ihrer Tüchtigkeit steht, das nicht ihre Fähigkeit, sondern weil sie unter der Kraft des neuen Bundes stehen, unter der Kraft Gottes stehen, darum tun sie das, was sie tun und können das, was sie tun. Und dann vergleicht er den alten Bund und das, was Gott im alten Bund offenbart hatte, nämlich das Gesetz, und somit
die Fähigkeit, uns als Sünder zu erkennen und sagt, dieser Dienst war so herrlich, obwohl es uns den Tod gebracht hat, geschah diese Offenbarung so herrlich, als Mose das bekam, diesen Spiegel, strahlt er förmlich, er wurde phosphorisiert, er kam vom Berg und strahlte, weil er das Gesetz Gottes oder die Weisung Gottes über deine und meine Vergänglichkeit und Sterblichkeit offenbart hat. Versteht ihr das? Der Dienst des Todes war so herrlich, dass Mose, als er kam, eine Decke auf sein Angesicht gehängt hatte. Komisch, gell? Wieso hat er das gemacht? Wieso hat Mose diese Herrlichkeit verdeckt? Ich hätte gesagt, nicht verdecken. Immer so rumlaufen. Alle blenden. Ah, es ist ja Zeugnis, es ist doch Licht von diesem. Die Bibel sagt uns, warum Mose die Decke drüber gehängt hat. Und das lest ihr mit mir ab Vers 12. Kapitel 3, 2. Korinther, Vers 12. Da wir nun eine solche Hoffnung haben, so gehen wir mit großer Freimütigkeit vor und tun nicht wie Mose, der eine Decke über sein Angesicht legte, damit die Söhne Israels nicht auf das Ende des Vergehenden blicken sollten. Warum hat Mose das getan? Weil er das, was er gesehen hat und das, was er bekommen hat, weil es ein Ende haben wird. Warum ein Ende? Weil etwas Besseres kommen wird. Weil etwas noch Schöneres kommen wird. Und Mose wollte nicht, dass sie die Vergänglichkeit sehen darin. Ob das gut oder nicht, lassen wir das mal dahin. Ja? Aber es hat das getan. Und Paulus sagt, wir machen es nicht so. Jetzt sagt Paulus, wir aber schauen jetzt etwas, was noch viel herrlicher ist. Und wir müssen das Angesicht nicht verdecken. Jeder darf es sehen. Es sei denn, wir leuchten nicht, dann brauchen wir auch sowieso nicht. Gell? Also wenn wir phosphorisiert sind von der neuen Herrlichkeit, dann dürfen die Leute sehen, wie wir strahlen. Und jetzt schaut mal, was er schreibt. Ich lese ab Vers 14. Jetzt ist wichtig. Bin ich gespannt, was für Übersetzungen ihr habt. Aber ihr Sinn ist verstockt worden, denn bis auf den heutigen Tag bleibt dieselbe Decke auf der Vorlesung des Alten Testaments und wird nicht aufgedeckt. Wisst ihr, was Paulus sagt? Warum hat Mose das getan? Weil auf dem Gesetz und auf dem Alten Testament eine Decke liegt. Habt ihr schon mal das Gefühl gehabt, ihr lest die Bibel und merkt, da steht mehr drin, aber ich verstehe es nicht. Man hat das Gefühl, dass, als ob da ein Vorhang hängt und man wünscht, der Vorhang würde aufgehen und man sagt, ah, das ist es. Man spürt, da steckt mehr dahinter. Und so sagt Paulus, auf dem Gesetz, auf Mose, auf dem Alten Testament, da liegt wie eine Decke und man weiß, da ist mehr, aber man kann es nicht sehen. Warum? Das Herz ist verstockt. Unfähig, ihre Augen wurden gehalten. Sie können es nicht sehen. Und jetzt sagt uns Paulus, warum? Lest mal mit mir zu Ende. Weil sie nur in Christus beseitigt wird. Wenn du das Alte Testament verstehen willst, sagt Paulus, dann muss der Vorhang weg. Welcher Vorhang? Vor dem Allerheiligsten. Ah, der zerrissen ist, als Jesus gestorben ist. Wenn du die volle Herrlichkeit, die Bedeutung des Alten Testaments verstehen willst, sagt Paulus, dann muss der Vorhang weg. Aber dieser kann nur in Christus beseitigt werden. Das heißt, wenn du das Alte Testament nicht mit der Absicht liest, Jesus darin zu finden, wirst du es nicht verstehen. Du wirst nicht entdecken. Du wirst einiges entdecken. Du wirst viel Illustrationsmaterial finden. Du wirst schöne Geschichten kennenlernen. Du wirst einiges geschichtlich erfahren über Israel, über das Volk, durch Auszug aus Ägypten, Wüstenwanderung. Du wirst einiges da wissen, geschichtlich. Das war's. Aber der Punkt ist, was macht das mit mir heute, dass das Volk Israel damals, oder? Was hat's mit mir zu tun? Eigentlich da nichts. Ich bin weder da im Orient, noch bin ich in der Wüste, noch gehöre ich zu Juden. Eigentlich nichts. Ja, man kann so ein paar praktische Beispiele ableiten. Und das ist die hohe Kunst der Ausleger. Wie könnten wir was daran finden, was wir heute nochmal als tolle Gegenstandslektion, als schönes Einschauungsbeispiel. Ich bin traurig über, es gibt einen Prediger, der predigt herrlich das Neue Testament. Der predigt Christus, dafür liebe ich ihn.
Und dann sagt er, aber das Alte Testament ist für ihn nichts anderes als Anschauungsmaterial. Also sucht er nach einem Beispiel, dann geht er halt ins Alte Testament. Mehr ist es nicht. Eine Fundgrube für Beispiele. Das ist echt kurz. Das ist nicht wahr, nee. So können wir damit nicht umgehen. Paulus sagt also, die Vorhang muss weg und diese Vorhang wird nur in Christus gelöst. Jetzt Vers 15. Aber bis heute, so oft Mose gelesen wird, liegt eine Decke auf ihren Herzen. Dann aber, wenn es sich zum Herrn wendet, wird die Decke weggenommen. Schaut nur, was er sagt. Steht in allen euren Bibeln das Gleiche, was ich gerade gelesen habe? Ja? Das ist gut. Da habt ihr gute Bibel. Ja? Luther 84. Was steht da in der Luther? Wenn Israel aber sich bekehrt zu dem Herrn, so wird die Decke abgetragen. Ah. Bekehren, also umdrehen. Ja, aber wer steht da? Israel. Und wisst ihr, dass ganz viele diese Stelle nehmen und sie einfach in die Endzeit stellen. Dass sie sagen, es kommt eine Zeit, dann wird Israel, und zwar ganz Israel, sich zum Herrn wenden und dann wird die Decke weggehen, dann werden sie sich bekehren. Schon mal gehört? Wenn nicht, dann vergesst es auch ganz schnell wieder. Nebenbei, ich will jetzt nicht besseres klingen, aber im Urtext steht nichts von Israel. Könnt ihr nachschlagen, im Griechischen steht da nur Es. Aber was ist das Es? Das Herz. Ich lese euch nochmal vor. Aber bis heute, so oft Mose gelesen wird, auch bis heute, auch bis jetzt, heißt es, liegt eine Decke auf ihren Herzen. Aber wenn es sich zum Herrn wendet, was? Das Herz. Und zwar nicht nur das Herz von Israel, sondern das Herz auch genauso von jedem Menschen, von Juden und Heiden. Jedes Herz, das Alte Testament liest, kann es nicht verstehen, weil eine Decke drauf liegt. Es sei denn, dieses Herz wendet sich zu Jesus. Dann auf einmal geht der Vorhang auf. Dann auf einmal begreift man, dass diese Geschichte Israels, das hat was mit Christus zu tun. Das ist das Geheimnis. Und wisst ihr, wie das passiert? Paulus schreibt weiter, Vers 17. Denn der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist, warum spricht er jetzt darüber? Was ist das Gegenteil von Freiheit? Sklaverei. Ja, und wer ist in der Sklaverei? Der unter dem Gesetz ist. Das heißt, wer das Alte Testament in Christus liest, wird durch den Geist in was geführt? In die Freiheit. Schön? Das ist herrlich. Er wird da nicht ins Gesetz geführt. Er wird in die Freiheit geführt. Und dann heißt es Folgendes. Wo aber der Geist des Herrn ist, Freiheit. Wir alle aber, jetzt schaut mal, wir alle, ich guck mal, aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es dem Herrn, dem Geist, geschieht. Was Paulus hier sagt, ist Folgendes. Wenn wir so die Bibel lesen und in der Bibel, im Alten Testament, Jesus suchen, dann wird der Geist uns Jesus zeigen. Und wisst ihr, was dann passiert wird? Je mehr wir ihn sehen, umso mehr werden wir in sein Bild. Umso mehr ziehen wir Jesus an. Umso mehr werden wir wie Jesus leuchten. Jesus abstrahlen. In sein Bild verwandelt ist nicht, du musst das und das tun. Na gut, ich will das tun, aber eigentlich, das ist Freiheit. Das ist, wir sehen ihn, wir sehen seine Herrlichkeit. Und darf ich so sagen, wir merken es nicht einmal. Ich mache euch ein Beispiel. Es gibt ein paar Lehrer, die mich auch positiv beeinflusst haben. Die meisten leben beim Herrn schon und ich kenne sie in Büchern. Aber es gibt ein, zwei, die kenne ich leibhaftig. Und ich saß gerne zu ihren Füßen und ich guckte und lernte und staunte. Und ich habe nicht darüber nachgedacht, okay, was muss ich alles tun und jetzt muss ich so und so. Ich komme nach Hause oder dann fange ich zu predigen. Ich predige, ich lehre, ich nehme einen Stift in die Hand und meine Frau sagt, weißt du, dass du es genauso machst wie dein Lehrer? Ich so, was? Dann denke ich, nee, dann gucke ich, das stimmt. Dann stelle ich mich hin und predige und stehe so. Manchmal stehe ich so.
Und in meiner Abschlussprüfung sagt mein Lehrer, es war keine gute Haltung. Note Abzug. Rhetorikpräsentation schlecht. Warum? Stehst so, das macht man nicht. Man steht so. Ja? Also so steht man. Dann habe ich gesagt, ist mir gar nicht bewusst. Und dann merke ich, meine Frau sagt, guck mal, du machst so wie der und ich sage euch nicht wer. Und ich schaue mir seine Predigten an und genau, ich mache es. Ich gucke nicht und sage, okay, wie steht er da? Wenn ich predige, muss ich so stehen. Ich schaue mich nicht an, wenn er lehrt, muss er den Stift so halten. So muss man den Stift halten. Das mache ich nicht. Ich höre, wie er die Bibel ausschlägt und ich sehe Jesus darin und ich liebe es. Und ich denke, wie herrlich ist das denn? Und ohne es zu merken, fange ich an so zu reden, fange ich an so zu handeln. Ich halte den Stift gleich, ich habe die gleiche Haltung. Warum? Ich werde verwandelt in sein Bild. Das beeinflusst mich. Wenn wir Christus nicht sehen, wie wollen wir denn beeinflusst werden? Wenn ich seine Herrlichkeit nicht sehe und das nicht schön finde, was soll mich denn prägen? Was soll denn mich ausmachen? Was soll ich nachahmen? Das ist der Punkt. Darum geht es ihn uns vor Augen zu malen in seiner Herrlichkeit. Und da muss ich nicht sagen, jetzt musst du so machen, das machst so, jetzt mach das. Ich glaube fest, wenn wir unseren Dienst gut tun und Jesus herrlich vor Augen malen, das wird die nächste Generation beeinflussen. Ich muss euch ehrlich sagen, in aller Demut, ich darf es erleben, wenigstens im Kleinen. Ich darf es erleben, wie es Menschen, wie sie auf einmal Jesus genauso lieben wie ich und genau das Gleiche tun. Ich denke, oh, wie herrlich. Und ich habe nicht gesagt, ihr müsst aber das tun. Das beeinflusst, das nimmt Einfluss auf sie. Das ist komplett anders wie das Gesetz. Gesetz hat, du musst es tun. Geist verwandelt uns darin. Und indem er uns die Herrlichkeit zeigt. Und wisst ihr, ich kann mich erinnern, dass manche sich so darüber ärgern, dass wir zum Beispiel Kananäisch reden. Habt ihr schon mal jemand Kananäisch reden hören? Das ist der Ausdruck für viele, wenn man dann unter Christen christlich redet. Wenn man dann die gleichen Begriffe, also wenn man so Bibelsprache benutzt. Wenn man betet und wenn man Sünde sagt und Buße sagt, dann regen sich Leute auf und sagen, wenn Fremde da sind, die wird das noch nicht verstehen, das ist immer so kananäisch. Das ist so der Ausdruck. Und man sagt, wir müssen so reden, dass die Welt uns auch versteht. Ich muss ehrlich sagen, ich freue mich über jeden Kananäer. Wisst ihr warum? Wenn ich mit jemand rede und ich höre auf einmal ihn kananäisch reden, dann weiß ich, was ihn beeinflusst. Wenn mein Sohn bei bestimmten Leuten ist, da kommt er zurück, ich höre ihn und dann weiß ich, wo er gerade war. Wirklich. Und ich sage, du warst bei Simon. Echt, wieso weißt du das? Mein Freund. Ist so. Und wenn Menschen gerade bei Jesus waren, dann höre ich sie, die gerade bei Jesus waren. Und ich weiß, wenn Menschen gerade nicht bei Jesus waren, dann höre ich sie auch. Und ehrlich, ich habe lieber Menschen, die bei Jesus waren. Dann dürfen sie kananäisch reden. Dann dürfen sie nur die Worte nehmen. Besser als fluchen, schimpfen und besser. Nur weil wir nicht kananäisch reden, dadurch werden Menschen nicht mehr zum Glauben kommen. Wenn wir predigen, ich predige jahrelang und das tut sich nichts. Einmal nicht kananäisch reden, soll die Menschen bekehren. So, das Anliegen, ihr versteht? So, wir müssen das Alte Testament so lesen, indem wir uns zu Christus wenden und sagen, Jesus, ich will dich sehen. Als Zeugnis gebe ich euch, dass von meiner Gemeinde, nicht meine, es ist Gemeinde Jesu, aber in der ich dienen darf, dass Menschen mir dieses Zeugnis geben, dass als sie dann anfingen, so die Bibel zu lesen und gesagt haben, Jesus, ich will dich darin sehen. Ehrlich, ich sitze da und ich höre ihnen zu und denke, boah, Jesus hat ihnen etwas gezeigt, was er mir nicht gezeigt hat. Schön, da werde ich zum Lernenden. Es gibt nichts Schöneres, wenn einer meiner Schüler auf der Kanzel steht und ich da sitze und auf einmal nicht immer denken, oh, Robin, wieso hast du das nicht beachtet? Wieso hast du das nicht gesehen? Ich sitze da und denke, oh, das habe ich aber nicht gesehen. Das ist so ein erhabenes Gefühl, so gut. Warum weiß ich? Er war nicht bei mir, er war beim Herrn. Er hat nicht von mir gelernt, er hat vom Herrn gelernt. Und der Herr kann mehr geben, als ich geben kann. Das muss passieren. Zwei Stellen und dann wieder Pause. Oder? Weil ihr keine Pausen wollt. Ich habe damit kein Problem. Gell? Geht mal mit mir
zwei Stellen und dann verspreche ich, dann gehe ich mit euch ins Alte Testament. Ja? Ihr, wisst ihr, was ich mache? Das, was ich jetzt mache, habe ich zu Hause in drei Jahre gemacht. Also das, was ich heute in diesen Stunden habe ich zu Hause 3 Jahre machen müssen, um die Gemeinde dahin zu bringen. Ja? Das braucht einfach Zeit. Ich mache so zusammen. Okay. Deswegen, aber bevor wir ins Alte gehen, müssen wir von dem Neuen lernen, das Alte zu lesen. Das sind unsere Lehrer. Das sind unsere Weichenstellen. Da kriegen wir Schlüssel, da kriegen wir die Antwort, die richtigen Fragen und Antworten, und dann von denen gehen wir zurück und dann schauen wir hinein. Die Deutungshoheit des Alten Testaments hat das Neue. Das ist die Deutungshoheit. Das heißt, wenn ich das Alte verstehen muss, muss ich das Neue fragen. Weil das Neue ist die Auslegung des Alten. So wichtig. Das sind keine zwei verschiedene Teile. Jetzt kommen wir zu meinen Lieblingsstellen. Der erste Petrusbrief. Da bin ich jetzt gerade in der Gemeinde seit einigen Jahren unterwegs und wir gucken uns all das in dieser Weise an. Ich hoffe, ihr versteht mich da nicht falsch, wenn ich das sage. Und weil ich das schon sage, habe ich schon Angst, dass ihr das falsch versteht. Ich glaube, 3 Jahre sind wir im Petrusbrief jetzt bei uns in der Gemeinde. Wir sind bei Kapitel 3. Ja? Das heißt, pro Kapitel 1 Jahr. Warum? Weil mir so viel einfällt zu den paar Versen im Petrusbrief. Habe ich mehr zu sagen als Petrus? Nein. Warum so lange? Weil ich mit der Gemeinde Petrus lese und mir anschaue, wo hat es her? Ich gehe mit ihnen ins Alte Testament, ich gehe in die Briefe und von daher erarbeite ich das, was im Petrusbrief steht. Das heißt, wenn man einmal durchs Petrusbrief durch ist, ist man mit mir einmal durch die Bibel durch. Ist man mit mir einmal mit dem Epheserbrief durch, ist man mit mir einmal durch die Bibel durch. Ist man einmal durch Markus durch, ist man einmal mit der Bibel durch. Weil das ist die Frucht. Und das braucht halt Zeit. Das braucht halt einfach Zeit. Nicht nur einmal in der Predigt, sondern einfach in der Kontinuität. Schaut mal mit 1. Petrusbrief, Kapitel 1. Hast du nicht 3 gesagt? Nein, 3 bin ich jetzt in meiner Gemeinde. Ah ja, okay. Da sind wir heute noch nicht. Kapitel 1, Vers 9. Petrus spricht über die Rettung, er spricht über diese Hoffnung, er spricht über das Erbe, das auf uns wartet, das herrliche Erbe. Ich glaube, das waren 2 Jahre, um überhaupt diesen ersten 3 Verse da durchzuarbeiten, weil da alles drinsteht, das ganze Evangelium, angefangen von Abrahams Nachkommenschaft, Abrahams Erbe, alles ist da drin. Und im Prinzip hat man schon alles gesagt, dann muss man das Ganze nochmal sagen. Ja? Und dann sagt er Folgendes, nachdem er über diese Zusammenfassung unserer Hoffnung gesprochen hat, sagt er, Vers 9, und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung eurer Seelen. Darum geht's bei allem. Okay? Und jetzt sagt er, über dieses Ziel, über diese Rettung, in Hinblick auf diese Rettung suchten und forschten Propheten, die über die an euch erwiesene Gnade weissagten. Also, über diese Rettung suchten und forschten Propheten. Welche Propheten? Das Alte Testament. Und was suchten, forschten sie? Über die an euch erwiesene Gnade. Das heißt, der Gegenstand war die Gnade Gottes. Die Propheten reden also von der Gnade. Und jetzt schaut mal mit mir weiter. Was forschten sie? Was wollten sie über die Gnade wissen? Wollten sie wissen, was die Gnade bedeutet? Wollten sie wissen, wie man Gnade bekommt? Wollten sie wissen, wie kann Gott Gnade schenken? Nein, für sie war die Gnade absolut klar. Es gab nur eine Sache, was sie nicht wussten. Wann ist das soweit? Schaut mal. Sie forschten, auf welche oder was für eine Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er die Leiden, die auf Christus kommen sollten, und die Herrlichkeiten danach vorher bezeugte. Ihnen wurde es offenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienten, im Hinblick auf das, was euch jetzt verkündigt worden ist, durch die, welche euch das Evangelium verkündigt haben im Heiligen Geist. So Wahnsinnsworte, bisschen verschachtelte Sätze. Was Petrus hier sagt, ist Folgendes.
die Propheten, sie wussten, dass wir gerettet werden allein aus Gnade. Und sie haben darüber geweissagt. Und übrigens, sie wussten, dass es für dich und für mich gilt. Ihnen war klar, dass es sogar auf diese und unsere Zeit geweissagt ist. Für sie war nur nicht klar, wann geht's los. Das ist das Einzige, was sie nicht wussten. Sie wussten Leiden des Messias, sie wussten Sterben des Messias, sie wussten Auferstehung des Messias und auf Grundlage dessen Gnade in der Erlösung, die Rettung der Seelen, das wussten sie alles. Sie haben nur gefragt, ja, wann ist es denn soweit? Und deswegen war die Frage, ja, ist es jetzt der Messias? Ist es erst? Ist es erst? Ist es erst? Ist es erst? An dieser Stelle mache ich schon mal das mache ich jetzt einfach. Nein, bevor ich es frage, wollt ihr eine Pause haben? Mach. Die nicht wollen, müssen sich melden, weil das ist nicht fair. Weil die wollen sagen, mach, die anderen sagen nichts und dann sage ich, mach die weiter. Und ja, ist das okay, wenn ich das kurz mache? Also, schaut mal. Die Menschheit ist gefallen. Erste Buch Mose, Kapitel 3. Und dann haben wir eine herrliche Verheißung da drin. Gott richtet die Menschheit und dann in diesem Gericht spricht er über die Frauen, über die Schlange. Und dann haben wir das erste Mal wie ein Proto-Evangelium. 1. Mose 3, Vers 15. Nicht Johannes 3, Vers 16, 1. Mose 3, Vers 15. Da steht, und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Und er wird dir den Kopf zermalmen. Habt ihr schon mal gehört? So, was Gott damit sagt. Voll. Die Schlange, wir wissen, wer dahinter steht, ist der Teufel, hat die Menschheit zum Fall gebracht. Und Gott sagt, ich werde diese Beziehung zerstören. Das ist keine gute Gemeinschaft, die ihr da habt. Ich mache, dass Feindschaft zwischen Teufel und den Menschen besteht. Die hat Gott gemacht. Das ist keine gute Freundschaft. Wenn Gott die Feindschaft zwischen Teufel und Menschen nicht zerstören, die Freundschaft, wenn er die Feindschaft nicht gebracht hätte, wären wir immer noch Freunde. Gott trennt's. Dann sagt er Folgendes. Und es wird eine Nachkommenschaft von der Schlange geben. Und es wird eine Nachkommenschaft von der Frau geben. Das heißt, es wird Kinder des Teufels geben und es wird Kinder der Frau geben. Und aus diesem Nachkommen der Frau wird ein Er kommen. Ein männliches Er, nicht eine Sie. Nichts gegen Frauen. Ein Er, steht's da. Und er wird der Schlange den Kopf zermalmen. Sie wird eben aber in die Ferse stechen. Das steht schon in 1. Mose 3, Vers 15. Und wisst ihr, was da steht? Gott sagt, ich werde das Problem des Sündenfalls wieder in Ordnung bringen. Durch einen, der kommen wird und der Schlange den Garaus machen wird. Er wird sie töten, den Kopf zermalmen. Tödlich. Aber bei diesem Versuch, oder nicht Versuch, bei diesem Vorgehen wird die Schlange zurückbeißen und wird in die Ferse stechen. Durchbohren heißt da. Das ist die Kreuzigung. Es wird der Versuch, die Schlange zu töten, wird Jesus die Kreuzigung kosten, aber er wird die Schlange töten. Das sagt schon Gott in 1. Mose 3, Vers 15. Und die Frage ist, wenn man die Bibel chronologisch liest, wenn man da von Anfang an durchliest und nicht bei Johannes-Evangelium jetzt anfängt, wenn man am Anfang anfängt, wo er auf die Bibel anfängt, dann ist die Frage, ja, wer ist dieser Er? Ja, wer? Und wisst ihr, was der Geist Gottes sagt? Lies weiter. Wir machen so, ans Ende. Das machen wir nicht mal bei einem Roman, aber in der Bibel schon, gell? Wir lesen immer am Ende, wir lesen immer nur satzweise, wir lesen, picken uns etwas raus. Und Gott sagt, ja, lies weiter. Und dann lese ich, und dann heißt es, und der Nachkomme der Frau, und dieses Wort er oder Nachkomme, Same, ist so wichtig. Und das führt uns zu nächsten, und dann bekommt Eva einen Sohn. Wie heißt er? Kain. Und die ganze Hoffnung, ist erst. Und dann kriegt sie noch einen Sohn. Und was macht der eine mit dem anderen? Und dann denken wir, oh nein, doch nicht. Und dann kriegt die Eva noch einen Sohn, der heißt? Seth. Und dann sagt die Eva, oh Gott hat mir anstelle der einen neuen gegeben. Und dann ist die Frage, ist das Seth? Und Jesus sagt, oder die Bibel sagt, du bist auf einer guten Spur, aber du bist noch nicht fertig. Und dann geht man weiter. Und von Seth kommen wir? Ich überspringe jetzt, weil das dauert jetzt ein bisschen.
Ich verrate euch mal. Kommen wir bei Noah. Und bei, landen wir bei Noah. Und dann ist die Frage, ist es Noah? Ist es Noah? Und Jesus sagt, ich auf einer guten Spur, aber ist es noch nicht. Aber wenn du die Noah-Geschichte dir genau anschaust, dann wirst du mich da kennenlernen. Dass ich mein Volk im Angesicht des Gerichts retten werde. Ich werde etwas bauen, sowas wie eine Arche. Und jeder, der da drin ist, wird gerettet werden und so. Und Noah fand Gnade bei Gott. Das heißt, die ganze Geschichte wird Rettung aus Gnade sein. All das steckt schon da drin. Aber ist es nur? Nein. Aber wir schaffen eine richtige Spur. Kennt ihr das Lied? Ich bin ein Bibelentdecker. Ja, ich will es wissen. Ein Bibelentdecker, dem Geheimnis auf die Spur. Das ist herrlich. Und Gott sagt, geh, such. Und er nimmt mich hin und ich lese weiter. Und ich gehe von Noah. Und von Noah ausgehend komme ich irgendwann mal zu Abraham. Und dann heißt es, in dir werden gesegnet werden. Oh, ist es Abraham? Ist Abraham der eine Er? Und Gott sagt, Jesus sagt, der Geist sagt, das, du bist auf einer guten Spur, aber Abraham ist nicht, sondern einer seiner Nachkommen. In ihm werden gesegnet werden. Wer ist er? Und dann bekommt Abraham Isaac. Und wenn wir bei Abraham sind, dann müssen wir nicht so schnell sein. Dann mit der ganzen Abrahamsgeschichte lernen wir, wie man gerettet wird. Nämlich allein aus Glauben, nicht aus Werken. Das ist wichtig, dass man diese Geschichte als das anschaut, was hier ist. Wir sind auf der Spur des Christus, aber mit der Geschichte Abraham lernen wir, dass man Glauben lernen muss. Ich spare mir jetzt die Einzelheiten, das wird uns ein Jahr kosten. Wir gehen weiter. Von Abraham kommen wir zu wem? Isaac, gell? Warum nicht Ismael? Wer war der Erste? Der Erste war Jesus. Ha, weil Ismael nach dem Fleisch gezeugt ist. Aus Ungeduld. Wir müssen ja Gott helfen, weißt? Der hat ja gesagt, wir müssen, er wird uns ein Nachkommen geben, aber wenn man den Wagen nicht schiebt, kann man ihn nicht lenken. Ich kann Gott um eine Million bitten, aber wenn ich keinen Lottoschein kaufe, kann er mir auch nicht helfen. Wenn ich nichts tue, dann kann Gott mir ja nicht helfen. Helfe dir selbst, wird Gott helfen. Das ist Werkegerechtigkeit. Das ist Ungeduld, nicht zu vertrauen, dass Gott das machen kann. Und Abraham und Sarah sagen, komm, wir müssen Gott helfen. Und sie probieren. Und dadurch zeugen sie Ismael. Durch eine, mit einer Ägypterin. Eine Heidin. Eine Sklavin aus Ägypten. Und darum ist jeder, der wie Ismael ist, einer, der unter Sklaverei ist. Unterm Gesetz. Und dann kommt zu Abraham und Gott sagt, Abraham, ich gebe dir Nachkommen. Und Abraham sagt, Gott, haben wir schon erledigt. Danke dir, haben wir gemacht. Und gesagt, nein, doch Gott, segne doch Ismael, ich habe doch jemand. Gott sagt, ich segne, den ich segne. Isaac, deine Frau wird schwanger werden, nach 100 Jahren. 98 oder wie viel. Habt ihr euch gefragt, warum Gott so lange gewartet hat? Ist doch fies eigentlich, gell? Wollte ihnen Geduld üben. Nee, nicht einmal. Ja, bestimmt, bestimmt. Aber weil es nach menschlicher Weise unmöglich war. Richtig. Er hatte nicht mehr nach der Frauenweise. Er hat ja einen Nebenpunkt gebracht. Gesagt, dieser Sohn muss aus mir gezeugt sein. Nach der Verheißung, nicht nach deiner eigenen Kraft. Das heißt, die Linie geht über Isaac. Warum? Weil es ein Kind der Verheißung ist. Alles klar? Das heißt, die nach der Verheißung gezeugte. Ah, okay. Und ich lerne schon mehr über das Evangelium. Und da sind wir noch nicht fertig. Da kommen wir von Isaac, kommen wir zu wem? Jakob. Warum nicht zu Esau? Weil da wieder, nur interessant, wer erbt immer? Der Erste oder der Zweite? Und was ist das Erste? Das Irdische. Und was ist das Zweite? Das Himmlische. Das Himmlische. Der erste Mensch ist eine lebendige Seele, der zweite Mensch ein lebendig machender Geist. Darum geht's. Es geht hier gar nicht ums Irdische. Es geht ums Himmlische. Wir brauchen an dem Irdischen gar nicht hängen. Wir müssen uns im Himmlischen ausstrecken. Das ist Segen. Und das wird Erden. Und das? Das lernen wir allein durch diese Geschichten. Merkt ihr, da geht gar nicht so, sei ein Held und sei kein Held. Es geht weiter. Und wir lernen, was, sind wir bei Jakob. Und wer ist Jakob? Der beste Mann, den es gab. Der treueste, der ehrbarste, ein vollkommener Mann. Ja? Lügner und Betrüger.
Der hat alles getan, um am gelogen und betrogen. Als er dann die ganze Geschichte, er war nicht nur ein Lügner, sondern sein Onkel war doch auch ein Betrüger, kennt ihr, gell? Der hat ihn ja gewaltig betrogen. Und als Jakob zu ihm kommt, wisst ihr, was er sagt? Sagt er, ja, mein Freund, warum bist du da? Und dann erzählt Jakob, ja, hab gelogen, betrogen. Und er sagt, oh, Fleisch von meinem Fleisch, Wein von meinem Wein. Jawohl, Freund, ja, schlag ein. Du bist meine Familie. Ja, so war's. Warum segnet Gott ihn? Warum? Was war Jakob wichtig und was war Esau nicht wichtig? Ihm war das, ich lasse nicht los, ehe du mich segnest. Und dem anderen war der Segen, ich lebe jetzt hier, mein Bauch ist hier, Hunger habe ich jetzt. Und hat den himmlischen Segen für gering erachtet. Jakob aber sagte, wenn Gott mich nicht segnet, dann war's das. Und er war ein Sünder durch und durch. Und wer bekommt den Segen? Der Sünder durch und durch. Warum? Weil er sich nach dem Segen strebt. Und auch aus Gnade. Und das ist klar, mein Freund. Jawohl, über all dem. Und jetzt ist so, da kämpft Jakob mit dem Engel im Jabok. Gell? Kennt die Begebenheit? Wo ihm die Hüfte bricht. Wisst ihr, was da passiert? Ganz kurz. Sorry, das sind all die Sachen, die muss man anschauen. Ganz kurz nur. Jakob kommt zurück mit seinem harten Gut und da kriegt er mit Esau, zieht ihm entgegen. Und kriegt Panik. Mit 300 Mann, Armee. Und er denkt, die bringen mich um. Jetzt wird Jakob mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Er hat jetzt viel harten Gut. Und jetzt tut er alles, was nur geht, um den Esau zu besänftigen, dass Esau nicht umbringt. Er schickt ein Geschenk nach dem anderen und seine Familie, dass Esau sagt, oh, guck mal, ihr könnt doch nicht niemand tun. Und er bleibt als letzter übrig. Und dann geht er nachts rüber. Und dann begegnet ihm ein Mann in diesem Fluss. Und was glaubt ihr, was Jakob denkt, wer das ist? Esau. Jetzt steht er mit seinem Feind da. Und jetzt ringt er mit ihm. Er ringt mit seiner Vergangenheit. Er ringt mit seiner Schuld. Er ringt mit seiner Lüge. Und er ringt. Und erst am Morgen, wo die Sonne aufgeht, sagt der Engel, ich muss gehen. Und er sagt, nee, du gehst nicht. Es sei denn, du segnest mich, weil er begreift, dass es hier nicht Jakob ist, sondern der Engel des Herrn, die Manifestation Christi. Sagte, segne mich. Und was sagt der Engel zu ihm? Wie heißt du? Und was sagt Jakob? Jakob. Was bedeutet Name Jakob? Der Listige. So, der Listige, der Betrüger. Der Engel sagt, wie heißt du? Jetzt hat er mit seiner Vergangenheit, mit seinem Leben, mit seinem Betrug und List gerungen. Und dann sagt der Engel, okay, du bist Segen. Wer bist du? Ich bin ein Sünder. Ich bin ein Lügner. Und was sagt dann der Engel? Jetzt kriegst du einen neuen Namen. Und jetzt heißt du? Israel. Das ist Israel. Israel ist nicht nur ein Volk. Israel ist nicht nur ein Name. Israel ist der vor Gott seine Schuld bekennt und sagt, ich bin ein Lügner. Und das ist das wahre Israel. Das ist das wahre Israel. Das ist das Israel nach Jakob. Nach Abraham, Isaac und Jakob. Das ist nicht die leibliche Nachkommenschaft. Das ist der, mit Gott gerungen hat, der mit seiner Sünde, mit seiner Vergangenheit, mit seinem Leben gerungen hat, der seine Sünde bekannt hat und Gott ihm einen neuen Namen gegeben hat. Wisst ihr, wie dieser neue Name heißt? Christ. Das ist der einzige Grund, warum wir so heißen dürfen. Nach Christus benannt. Das ist Israel. Das ist Israel. Das hat was mit Jakob zu tun. Und wir sind jetzt bei Jakob, gell? Wisst ihr, wo wir ungefähr sind? In welchem Buch Mose? Immer noch im ersten? Mose 35. Guck mal, wir sind nicht weit gekommen. Aber was haben wir schon alles gehört? Und ich mache euch nur einen Überblick. Und so geht diese Linie weiter. Irgendwann mal von Jakob kommen wir zu Juda. Und wir müssen verstehen, warum Juda das ist. Wir haben heute gesehen, der Löwe aus dem Stamm Juda, gell? Mhm. Was ist das? Oh, würde ich euch gerne, 1. Mose, euch da jetzt hineingehen, in Segen. Das geht jetzt nicht. Von Juda kommen wir wohin? Zu David. Und von David kommen wir wohin? Jesus Christus. Zu Jesus. Und jetzt ist die Frage, was wollten die Propheten wissen? Sie wussten, all das haben sie gewusst.
Sie wussten Rettung, wie, warum, aus Gnade, Bekenntnis. Sie wussten das alles. Sie wussten nur nicht, wann ist er. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass jedes Mal, wenn eine Frau ein Kind gebar, was für eine Erwartung da war. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, als der Engel zu Maria kam und sagte, Maria, du wirst den Er zur Welt bringen. Du wirst ihn. Was hat sie gesagt? Wer bin ich? Und dann passiert's. Diese Frau kriegt diesen einen Er. Und wie beginnen alle Evangelien? Das ist er. Matthäus-Evangelium. Wie beginnt das Matthäus-Evangelium? Mit dem Geschlechtsregister. Voll langweilig. Liest man nicht. Er zeugte den, er zeugte den, er zeugte den und so. Ich kann auf die nicht mal den Namen gescheit aussprechen. Aber wisst ihr, warum die so anfangen? Weil die sagen, guck mal, geht mal diese Linie durch. Wisst ihr, wer das ist, von dem wir jetzt gleich reden? Das ist der eine. Das heißt, das Geschlechtsregister nimmt uns zurück und sagt, das ist, was im Alten Testament verheißen ist. Und jetzt kommen wir, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott sein Sohn. Jetzt sind wir in der Erfüllung der Zeit. Jetzt ist jetzt. Er ist da. Er ist da. Und er heißt Immanuel. Das bedeutet Gott mit uns. Er ist endlich gekommen. Versteht ihr? Jetzt geschieht, dass der Kopf der Schlange zertreten wird. Dass er in die Ferse stechen wird. Nö, was? Und die Jünger, als das passiert, sind traurig, weil sie nicht verstehen. Und Jesus fing an, bestimmt tausendmal besser als ich, anfangen von Mose, was ich gerade gemacht habe. Und er ging durch und erklärte ihnen, was das bedeutet. Eine Stelle und dann ist vorbei. Zweiter Petrusbrief. Zweiter Petrusbrief. Petrus beruft sich auf diese Stelle in Kapitel 1, als der auf dem Berg war und die Herrlichkeit gesehen hatte. Er nennt es den Heiligen Berg, als der Stimme sagte, das ist mein lieber Sohn, auf den hört. Das war für ihn maßgeblich entscheidend, jetzt für seinen Dienst auf Jesus hören. Und dann sagt er Vers 19 und folgende. Das sind bekannte Verse. Ich will sie in diesem Licht euch beleuchten. Vers 19. Und so besitzen wir das prophetische Wort. Was ist das prophetische Wort? Das Alte Testament. Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Und ihr tut gut darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Wisst ihr, wer dieser Morgenstern ist? Das ist unser Herr. Was sagt Petrus? Wir tun gut, dass wir auf die Propheten, auf das prophetische Wort, auf das Alte Testament achten, als eine Lampe. Das soll uns den Weg leuchten, bis zu dem Tag, an dem wir sagen, oh, das ist ja Jesus. Es geht hier nicht um die Endzeit, es geht nicht um die Ankunft Jesus, wir sollen das Alte Testament so lesen, damit wir Christus darin entdecken. Warum? Jetzt kommt Vers 20. Indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Deutung geschieht, denn niemals wurde eine Weisung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten die Menschen getrieben vom Heiligen Geist. Das sind bekannte Verse, die unsere Inspiration der Schrift belegen, aber Petrus, ihm geht es gar nicht um die Inspiration der Schrift. Hier geht es um den Inhalt der Schrift. Er sagt, wisst ihr, was die Menschen geschrieben haben? Sie haben nicht ihr eigenes Verständnis von der Geschichte aufgeschrieben. Sie haben nicht einfach ihre Deutung von Israels Werdegang geschrieben. Sie haben nicht ihre Geschichte von Babel und was weiß ich geschrieben. Sie wurden vom Heiligen Geist getrieben, um dieses Licht uns zu geben, um uns den Morgenstern vor Augen. Und das hat der Heilige Geist gemacht. Er hat sie dazu geleitet, damit uns der Morgenstern aufgeht. Das ist ein Inspirationsverständnis. Darum geht's. Und wir tun gut daran, die Bibel so zu lesen, die Schrift so zu lesen, Christus darin zu suchen. Glaubt mir, darf ich so fragen, ist schon spannend, oder so? Mhm. Und ich habe mit euch nur oberflächlich das angeschaut, aber das ist doch herrlich. Versteht ihr, warum es mich so verspult hat? Als ich diesen Zugang so bekam, geschenkt und dann auf die Reise ging, ein Bibelentdecker, seitdem, ich weiß nicht, wie viele Jahre sind vorbei,
Also es wird nie langweilig. Es wird echt nie langweilig. Es ist jetzt 5:35. Rein theoretisch haben wir noch 10 Minuten. Ihr könnt jetzt 10 Minuten Pause machen oder gibt mir noch 10 Minuten, um euch was zu sagen. Ja? Auf die Gefahr, dass ihr mich nie wieder einladet, mache ich das. Ich möchte euch abrissweise einfach nur hungrig machen. Einfach zeigen, ich mache beispielhaft und dann gucke ich. 10 Minuten ist echt nichts. Kennt ihr die Hiobsgeschichte? Wo finden wir das? Im selben Buch. Ja, in Weisheitsliteratur. Unser Verständnis hoffentlich ist, was alles über mich geschrieben steht, Mose, Propheten und Psalmen, Weisheitsliteratur. So, Hiob. Ganz ehrlich, mit was verbinden wir Hiob? Leid. Leid, richtig. Gehört mit den Psalmen zu dem beliebtesten Buch der Menschen, die Leiden haben. Warum? Warum kennen so viele Hiob? Ja, oh, guck mal, man kann sich damit identifizieren, oder? Mit Leid, mit Verlust. Und man sieht, da leidet einer so und man kennt es auch, man leidet auch. Und welche Hoffnung hat man dann? Dass natürlich alles wieder gut wird. Wie bei Hiob. Ja, ist so. So, hoffentlich kriegen wir auch so, hoffentlich auch wieder mehr Kinder und Rinder und Häuser und so, ja? Man hofft, es geht gut aus. Und da ist Hiob so ein Beispiel. Und gibt Bücher, Kalender, in der Seelsorge, Klassiker, Hiob als Beispiel, Umgang mit Leid. Ihr versteht, dass ich mittlerweile nicht daran glauben kann, dass wir Hiob so lesen können. Meine Frage ist, wie lese ich jetzt Hiob? Mit dieser Perspektive, mit diesem Anliegen, folgendes. Habt ihr euch mal gefragt, warum die Freunde Hiob so schlecht abschneiden? Weil die nur Gerücht sprachen. Ja. Wenn man das liest, ich muss euch ehrlich sagen, ich habe mich oft gefragt, warum soll das schlecht sein? Hiob sagt, ich leide zu Ungerecht. Was sagen die Freunde? Du leidest zu Recht. Wie könnte es wagen, mich zu beschuldigen, dass ich zu Recht leide? Ich bin mir nichts bewusst. Wie kannst du dir das nicht bewusst sein? Kein Mensch ist gerecht vor Gott. Jeder ist ein Sünder. Da würden wir alle sagen, ja voll, voll reformatorisch. Richtig. Und dann lesen wir die Freunde und die Freunde sagen permanent, Hiob, du musst etwas getan haben, sonst wird Gott dich nicht strafen. Und sie suchen und suchen und suchen und suchen. Und glaubt ihr, Hiob war ein Mensch, richtig? Hat Hiob nie was Falsches gemacht? War der Hiob Christus? Aber wisst ihr, was Hiob war? Ein Bild auf Christus. Und wenn wir jetzt so Hiob lesen, dann werden wir es verstehen. Hier geht es um, wo ist das Problem? Warum sagt Gott zu Hiob, Hiob, bete für deine drei Freunde oder für die Freunde? Und wenn du nicht betest, werden sie sterben. Warum? Was steht am Anfang vom Buch Hiob über Hiob? Was sagt Gott über Hiob? Gott ist für gerecht und rechtschaffen. Gott sagt, das ist ein Gerechter. Die ganze Thematik im Buch Hiob ist, wie kann es sein, dass ein Gerechter leidet? Das geht nicht. Nur Ungerechte müssen leiden. Nur ein Ungerechter bekommt Strafe. Das ist Recht. Da muss Sünde sein. Es ist undenkbar, dass ein vollkommen Gerechter zu Unrecht leidet. Richtig? Es sei denn. Das ist Sündenbock. Die haben gesagt, du kannst nicht sagen, du bist gerecht. Aber die Schrift sagt, wenn Gott gerecht erklärt hat, wieso sagt ihr, es ist ungerecht? Wen Gott für gerecht erklärt hat. Wer kann es sagen, ungerecht? Jetzt ist Folgendes. Hiob ist ein Typus, ein Bild auf Christus. Er repräsentiert jemanden, den Gott für gerecht erklärt. Und der leidet zu Unrecht. Und wenn ihr die ganzen Leiden Hiob lest, ich will noch 5 Minuten, dann könnt ihr sehen, da heißt es, und sie bespucken mich. Sie verleumden mich. Sie schlagen mir auf die Wange. Und dann lese ich bei Hiob, ich finde niemand, dass die Freunde ihn bespuckt haben. Ich finde nirgendwo, dass die Freunde ihn geschlagen haben. Aber wisst ihr, wo ich es finde?
bei Jesus. In dem Verhör bespucken sie ihn, beschlagen. Das heißt, das ist Prophetie, das ist Weissagen und Weissagen. Propheten an Hiob redete von Christus und er sagte, ich weiß, dass mein Erlöser, wisst ihr, wo das steht? Hiob, ich werde nicht im Tod bleiben. Wie konnte das wissen? Hiob leidet in der Weise, wie Christus gelitten hat. Er wird beschuldigt und sagt, von Gott verlassen, von Gott geschmäht, zu Recht. Aber das ist nicht zu Recht. Er leidet zu Unrecht. Aber wisst ihr, was daran der Segen danach ist? Er bittet stellvertretend für die Schmäher und ihnen wird Rettung gegeben. Seht ihr das Evangelium darin? Das hier, mein Gott, nur kurz. Darum geht's. Sonst bleibt es nur eine Leidensgeschichte. Und die, die sowas erlebt haben, ja gut, dann, oh, voll gut, da sind sie froh, dass sie mit Hiob nichts am Hut haben. Aber schon ein Buch der Bibel gilt mir nicht. Können wir nicht machen. Da ist so viel, so viel. Noch ein Beispiel. Nehmen wir mal Ruth. Geht mal mit Matthäus 1. Zum langweiligen Geschlechtsregister. Kapitel 1. Buch des Ursprungs Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Wer war zuerst? David oder Abraham? Warum sagte Matthäus Sohn Davids, Sohn Abrahams? Warum nicht Sohn Abrahams, Sohn Davids? Weil er bei Jesus Christus anfängt und rückwärts geht. Weil im ganzen Matthäus-Evangelium es darum geht, bist du der Sohn Davids? Und Sohn Davids ist wer? Was sagen die Pharisäer? Wer ist der Christus? Der Sohn Davids. Die Frage ist, wer ist Christus? Schwerpunkt Jesus ist der König. Der Messias, der Sohn Davids. Damit ist die Verheißung, die Gott ihm gegeben hat. Er wird mir ein Haus bauen. Aber er ist nicht der Sohn Davids, auch der Sohn Abrahams. Und warum ist das wichtig? Dieser Messias ist der, der ein Reich aufrichtet. Auf welcher Grundlage? Auf dem Bund des Abraham-Bundes. Darum geht's hier. Okay? Nur mit den Namen. Kennt ihr das auf dem Computer, auf dem Desktop? Da gibt's so Ordner. Und da legt man so Unterlagen rein. Da klickt man drauf, da geht's auf und auf einmal alles drin. So ist, da gibt's nur einen Ordner, da gibt's einen Namen, David. Klickt man drauf, auf einmal, wupp. Da geht ein Ordner auf und da steckt eine ganze Geschichte dahinter. Das ist es. Beim Geschlechtsregister muss man auf die Namen klicken. Und wenn man auf den Namen klickt, dann bekommt man ein mehr und mehr Verständnis vom Evangelium. Bin ich zu schnell oder verliere ich euch gerade? Ist es okay? Schaut mal. Abraham aber zeugte Isaac. Isaac aber zeugte Jakob. Jakob aber zeugte Juda und seine Brüder. Das ist der Punkt, wo wir aussteigen. Wo wir sagen, okay, jetzt weiß ich Bescheid. Ja? Und dann heißt es. Juda aber zeugte Peres und Serach von der Tamar. Und dann lesen wir weiter, gell? Weil es ist klar, Peres aber zeugte Herz und Herz und... Wer war Tamar? Schwiegertochter. Von wem? Von Juda. Und dann auf einmal gucken wir uns die Geschichte an und merken, ups, das ist ja nicht so prickelnd, was da passiert ist. Wusstest du, dass Jesus in seiner Linie, in seiner Davidslinie, Königslinie, hier Inzest nennt man das. Ja, Schwiegervater schläft mit der Schwiegertochter. Das ist die Linie Jesu, gell? Nee, das lieber nicht erzählen. Das passt nicht. Lesen wir weiter. Peres aber zeugte Herz und Herz und aber zeugte Ram. Ram aber zeugte Aminahab. Aminahab aber zeugte Nashon. Nashon aber zeugte Salmon. Salmon aber zeugte Boas. Von der? Rahab. Von der Rahab. Okay. Ich kenne die Geschichte, wie nennt man sie auch anders? Die Hure. Oh, Backe, schon wieder sowas. Hure Rahab. Das ist die in Jericho, gell? Ja. Das ist keine Jüdin, eine Kanaaniterin. Wisst ihr, dass das die Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großmutter Jesu ist? Die Hure Rahab? Ist uns klar? Eine Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großmutter von Tamar? Lesen wir weiter. Salmon aber zeugte Boas von der Rahab. Boas aber zeugte Obed von der
Ruth. Eine Moabiterin. Wer waren die Moabiter? Feinde Gottes. Feinde Gottes? Von Isa. Von Lot. Lots Töchter haben den Papa betrunken gemacht, weil sie keine Männer weit und breit hatten und wollten Nachkommenschaften, haben mit dem Papa geschlafen. Schon wieder sowas. Und, haben, und eine von dieser Linie ist Moabiter und Moab und aus Inzucht gezeugt. Und Gott sagt, keiner da hat Anteil am Tempel, keiner hat Anteil am Volk. Die dürfen haben keinen Anteil. Komisch, gell? Tauchen im Geschlechtsregister. Jeder Jude regt sich über dieses Geschlechtsregister auf. Das passt gar nicht hier. Die ganze Geschichte, Ruth, geht nicht, wie man eine gute Schwiegertochter geht. Hier geht es um die Linie des Messias. Und wenn man, da muss man anschauen, wie, auf welche Art und Weise geht die Linie des Messias. Was passiert da? Was lernen wir in dieser Geschichte, Ruth, über die Linie des Messias? Es geht darum, wie Boas sie nimmt, auf welche Art und Weise er sie heiratet, wie er sie für sie verwendet, wie er sie erwählt und wie er sie ernährt und da steckt Evangelium drin. Nur so viel. Ja? Weiter studieren. Wir gehen weiter. Obed aber zeugte Isai. Isai aber zeugte David, den König. Und wird den König gesagt, weil es die Königslinie hier ist. David aber zeugte Salomo von der Frau des Uriah. Und wir haben die nächste. Wer taucht hier nicht auf in diesem Geschlechtsregister? Welche Frauen tauchen hier? Dass Frauen überhaupt auftauchen, ist schon mal besonders. Aber wer taucht hier nicht auf? Die Edlen, die Sarah. Und so. Sarah, Rebekka. Warum nicht? Warum diese? Wisst ihr, was uns dieses Geschlechtsregister sagt? Es heißt Immanuel, Gott mit uns. Und dieses Geschlechtsregister sagt, weißt du, mit wem Gott ist? Mit den Kleinen. Für wen ist er in diese Welt gekommen? Welche Familie hat er sich ausgesucht? Um zu suchen und zu retten, verloren ist. Und wisst ihr, dass er sagt, sogar in der Art und Weise, welche Familien da in der Geschichte, in seinem Ursprung, die Art und Weise, die ganzen Geschichten sagen uns, für wen ist er in die Welt gekommen? Für mich, den größten Sünder. Nur Geschichten. Nein, Evangelium. Evangelium pur. Und so beginnt jedes Geschlechtsregister zu atmen, zu leben und zu zeugen, wenn man hinter die Geschichten schaut. Das ist nicht mehr langweilig. Nicht mehr langweilig. Warum? Weil wir Jesus ins Spiel bringen. Ohne Jesus macht dieses Geschlechtsregister keinen Sinn. Das ist langweilig. Ich gebe euch recht. Nur mit Jesus fängt es an zu leben, Bedeutung zu bekommen. Und Sinn zu machen, warum die Geschichte dasteht, warum sie nicht dasteht, was da passiert. Und Gott sagt, ich zeige euch mal, ich frage euch so zum Ende. Wurde jemand von euch gefragt, welche Familie ihr euch aussucht? Wenn ihr gefragt würdet, würdet ihr sie aussuchen? Wisst ihr, es gibt nur einen, der gefragt wurde. Und der hat sie sich ausgesucht. Die wir nicht ausgesucht hätten. Die hat er sich ausgesucht. Das ist doch Hammer, oder? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Darin hat Gott seine Liebe erwiesen, bewiesen, indem er uns gezeigt hat, was es ihn kostet. So sehr hat er uns Sünde geliebt. Ich glaube, damit höre ich auf. Jesus, danke dir dafür, für deine Liebe. Danke dir für deine Gnade. Danke dir für dein Zeugnis. Himmlischer Vater, du hast, bevor du dieses größte Wunder aller Wunder, das größte Geschenk aller Geschenke vollbracht hast, hast du das im Vorfeld bezeugt und verkündigt, damit es so klar ist, dass du der einzige wahre Gott bist und das ist das einzige wahre Evangelium. Wer kann es vor Zeiten her verkündigen? Wer kann es vor Zeiten her verheißen und das später, das alles genauso erfüllt? Niemand. Kein möchte gern Gott und Götze vermarkt, dass du bist der alleinige Gott, um zu zeigen, dass du es bist, der diesen Ratschluss gefasst und auch diesen Ratschluss ausgeführt hast in deinem Sohn. Ich bitte dich, Herr, für mich, aber genauso für meine Geschwister hier an diesem Ort, lehre uns, die Bibel so zu lesen, Herr, dass wir das Evangelium darin sehen und dass wir von dieser Herrlichkeit erfasst werden
und in dieses Bild mehr und mehr verwandelt werden, um Zeugen in dieser Welt von dieser Herrlichkeit zu sein. Befähige uns dazu. Ich will das bitten, Herr, und ich weiß, dass das allein aus Gnade und deiner Barmherzigkeit geschehen vermag. In deinem Namen. Amen. Amen. Amen.